Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu dieser Veranstaltung der Europa-Union. Ich begrüße ganz herzlich unseren Gast, Herrn Stefan Alexander Ente. Mein Name ist Sabine Steffert, ich bin die Landesvorsitzende der Europa-Union seit 2013. Die Europa-Union ist ein überparteilicher Verein, der sich für die Förderung des europäischen Integrationsprozesses einsetzt. Wir sind bundesweit 17.000 Mitglieder. Und der Hamburger Landesverband ist gleichzeitig Trägerin oder Träger des Infopoints Europa, des regionalen Informationszentrums der Europäischen Kommission. Und sitzt ja gleich hier gegenüber an der Ecke in der Handelskammer. Ja, außerdem möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei der Buchhandlung Beulen und Bauke, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Das ist ja wirklich ein ganz tolles Ambiente mit den vielen Büchern. Das bringt bestimmt, inspiriert den Austausch heute Abend. Meine Damen und Herren, es handelt sich hier um eine neue Veranstaltungsreihe der Europa-Union. Und wir haben hier den Auftakt zu dieser neuen Veranstaltungsreihe, die den Titel trägt Europa lesen, Hamburger Autorengespräche. Hierbei werden wir im Rahmen von moderierten Autorengesprächen ausgewählte Werke, die sich im weitesten Sinne mit Europa beschäftigen, präsentieren und diskutieren. Auf diese Weise wollen wir Impulse für europapolitische Diskussionen schaffen. Ja, und heute erleben wir die Geburtsstunde dieser neuen Veranstaltungsreihe mit dem Buch 9. Mai, die Geburtsstunde Europas von Herrn Ente. Zunächst zum Ablauf des Abends. Wir haben uns das so vorgestellt, dass wir jetzt ein Gespräch führen, so bis 20 Uhr und anschließend Fragen von Ihnen bis 20.30 Uhr gestellt werden können. Und dann haben wir noch eine halbe Stunde Gelegenheit, hier bei einem Glas Saft oder Wasser weiter zu diskutieren mit dem Autor. Nun zu Herrn Ente. Herr Ente ist Rechtsanwalt und Mitbegründer eines europäischen Anwaltsnetzwerkes. Er hat sich über 20 Jahre mit europarechtlichen Fragen befasst. Heute versteht er sich als Anwalt der Idee Europa. Er ist Gründer einer Initiative European Citizen Foundation und was ich darüber erfahren habe, ist Folgendes. Diese Stiftung will eine Plattform bieten für überzeugte Europäer, einen Beitrag zur Förderung des europäischen Bewusstseins der Bürger zu leisten. Außerdem hat Herr Ente mit einem Team engagierter Europäer das Konzept The Journal of Europe entwickelt. Es ist ein transnationales Magazin, das Europa aus einem europäischen Blickwinkel betrachtet. Herr Ente ist Vater einer Tochter, er lebt in Spa in Belgien und in der Nähe Hamburgs. Nun zum Buch. Aus dem großen Engagement für den Integrationsprozess des Autors resultiert auch die Schaffung des Verlages Media for Europe. In dem ist Ende 2016 das Buch erschienen, das wir heute hier betrachten wollen. Dieses Buch bildet den Auftakt einer Reihe Europa neu erzählt, die Sie, lieber Herr Ente, gemeinsam mit anderen Autoren unter dem Dach von Media for Europe planen. In einer Rezension habe ich gelesen, dass das Buch in seiner Produktion selber schon ein Manifest für ein lebendiges Europa darstellt. Denn es ist in einem Luxemburger Verlag erschienen, wurde von einem in Belgien lebenden deutschen Autor verfasst, von einem in Deutschland ansässigen Medienunternehmen umgesetzt und in einer tschechischen Druckerei produziert. Genau. Das ist ja super. Okay. Gut. In diesem Buch erzählen Sie sowohl die Geschichte des europäischen Integrationsprozesses anschaulich, leicht lesbar und spannend und sehr, sehr, sehr spannend geschrieben. Darüber hinaus gelangen Sie bis in die Gegenwart und benennen einige aktuelle Probleme der Europäischen Union. Warum dieses Buch? Wie ist es dazu gekommen, dass Sie dieses Buch verfasst haben? Ja, meine Damen und Herren, Frau Steppert, erstmal möchte ich mich sehr herzlich bedanken für die Einladung. Und ich bitte um Nachsicht, dass ich ein bisschen wenig bei Stimme bin, aber auch selbst nach Belgien greift die Grippewelle. Man glaubt es kaum, aber selbst so weit reicht das. Und ich habe mich sehr gefreut, hier heute Abend hier zu Gast sein zu dürfen. Und Sie können mir eines glauben, der Titel Die Geburtsstunde Europas ist nicht dem Auftakt dieser Veranstaltung geschuldet. Also wenn das heute hier die Geburtsstunde einer neuen Veranstaltung ist, dann freut mich das natürlich, dass das mit dem Titel meines Buches Übereinklang zu bringen ist, aber das war nicht miteinander geplant. Vielleicht vorab, wenn ich mir erlauben darf, zu meiner Person noch zwei Korrekturen anzumerken. Ich war Anwalt, ich bin es nicht mehr, jedenfalls nicht mehr aktiv und ich bin
Und ich war Begründer eines Anwaltsnetzwerks in Europa, bin da nicht mehr drin aktiv. Also das zu dem, im Gegenteil, wie Sie richtig sagen, der Name Anwalt der Idee Europa, das ist keine Eigenerfindung, sondern das ist mir irgendwann mal zugetragen worden und ich habe das gerne aufgegriffen, weil es sicherlich auch das, was ich empfinde, als das, was ich zu tun habe, dem auch gerecht. Wie ist zu dem Buch gekommen? Das ist eine, glaube ich, ganz spannende Geschichte. Ich habe 2013 mit Jean-Claude Juncker, als er noch Premierminister von Luxemburg war, einen Film gedreht, bzw. ein Gespräch aufgezeichnet in über 2 Stunden. Wir haben uns unterhalten über Europa, über die Krisensituation in Europa und. Der Mitschnitt, ein Zusammenschnitt dieses Gesprächs, den können Sie auf unserer Website bei Media for Europe noch sehen. Und wir haben so nach 2 Stunden, man kam immer wieder auf Jean Monnet, wir kamen immer wieder auf Robert Schumann, der auch unweit des Ortes, an dem wir den Film gedreht haben, geboren ist. Und am Ende des unseres Gesprächs, als wir schon beim Kaffee saßen, haben wir gesagt, ach, man müsste eigentlich mal ein Buch darüber schreiben. Man müsste eigentlich mal über den 9. Mai, über diese Geburtsstunde Europas, müsste man eigentlich mal ein Buch verfassen. Und ich war zu der Zeit ein bisschen dabei, über Robert Schumann, über eine mögliche Biografie über Robert Schumann zu schreiben. Gut, das war dann so wie so ein in meinem Kopf gesetzt und ja, muss mal ein Buch schreiben. Und es ergab sich dann irgendwann, dass der Gedanke immer weiterging und gesagt, okay, doch, das gehe ich jetzt mal an. Also intensiver damit beschäftigt, auch mit der Person Robert Schumanns und Jean Monnets, und dann ergab sich das so. Und dann kam ein zweiter Punkt hinzu, nämlich dieses Motto, unter dem das Buch erschienen ist, Europa neu erzählt. Das hängt zusammen mit dem Projekt, das Sie schon angedeutet haben, dieses Journal of Europe Projekt, das wir soweit die Vorentwicklung abgeschlossen haben und versuchen, das jetzt alsbald auf den Weg zu bringen. Es wird eine Beilage für regionale Zeitungen sein. Der Ansatz war immer, und daher resultiert auch das Thema mit der Anwalt der Idee Europa, Europa unter einem anderen Blickwinkel zu vermitteln. Wir kennen Europa in den Medien immer nur aus der Sicht, aus deutschen Medien, immer aus deutscher Sicht, aus französischer Sicht, und immer erklärt man uns, was Europa, wie toll das ist oder wie schlecht es ist. Wir blicken aber immer nur von unten nach oben. Wir blicken nie von oben nach unten. Wenn Sie einmal sich aus Europa herausbewegen, wenn Sie einmal in die USA gehen oder wo auch immer und schauen dann auf Europa, sehen Sie plötzlich ein völlig anderes Bild. Dann sehen Sie ein ganz anderes politisches Gebilde. Und dieses Gemeinsame, diese gemeinsame Idee, und wir haben da im Vorgespräch darüber gesprochen, ich bin ja noch lange Zeit in der Europa-Union Deutschland aktiv gewesen, an den verschiedenen Funktionen, diese Idee, das, was daraus geworden ist, das aus einem anderen Blickwinkel, eben aus einem europäischen Fokus zu betrachten, aus einem gemeinschaftlichen Blickwinkel, das ist die Idee von The Journal of Europe. Und daraus, aus dieser Idee entstand dann auch eben dieses Buch, eben den 9. Mai mal aus einem anderen Thema zu beleuchten. Der Zweck des Buches war also nicht nur, um den 9. Mai zu schreiben, sondern eben auch die Brücke zu bauen von dem 9. Mai zu dem Europa von heute, aber Sie werden da sicherlich noch drauf zu kommen, noch darauf zu sprechen kommen. Der dritte Punkt war, wir reden immer, wenn wir über Europa reden, nur über Europa, aber immer nur über Europa reden. Mir ging es einfach darum, ich habe es versucht, ich glaube, es ist auch ein Stück weit gelungen, den Menschen, zumindest den Lesern dieses Buches, wieder mehr Freude, wieder Lust an Europa zu machen. Einfach wir haben eine tolle Idee, wir werden da gleich sicherlich noch darüber diskutieren, das ist etwas ganz super, ganz Tolles auf diesem Kontinent entstanden, nach so vielen 100 Jahren Krieg, dass man nicht hoch genug würdigen kann. Und den Menschen Lust auf dieses Europa zu machen, auf das, was da entstanden ist, und nicht immer nur zu sehen, was alles noch nicht funktioniert hat, das war mit das Anliegen und deshalb ist das Buch entstanden. Also aus diesen 3 Gesichtspunkten, Jean-Claude Juncker gab die Initialzündung und der Rest kam dann irgendwann dazu. Und dann ist dieses Buch dann Ende 2016 fertig gewesen. Ja, okay. In dem Buch kommt Ihre Begeisterung für Jean Monnet an vielen Stellen zum Ausdruck. Warum müsste der Untertitel aus meiner Sicht eigentlich heißen Liebeserklärung an Jean Monnet? Ja. Und Sie sprechen ja auch davon, aller Anfang in Europa ist Jean Monnet auf Seite 27. Sie berichtet über die Herkunft Jean Monnets aus Cognac, der die öffentliche Angelegenheit zu Beginn des Ersten Weltkriegs entdeckt hat. Zuvor war er kaufmännisch tätig. Könnten Sie ein paar Stationen des Lebens von Jean Monnet nennen und wie würden Sie ihn charakterisieren? Ja, also mit dem Begriff Liebeserklärung tue ich mich schwer. Also erstmal, Sie haben ja gesagt, ich lebe auch in der Nähe Hamburgs. Ich bin kein gebürtiger Hamburger,
Aber eines habe ich im Laufe der Jahre erfahren, dass man mit Emotionen in der Hansestadt etwas zurückhalten muss. Und bei dem Begriff Liebe tue ich mich dann auch mal sehr schwer. Also deshalb also eine Liebesbezeugung gegenüber Jean Monnet, den ich übrigens nie kennengelernt habe, tue ich mich schwer. Nein, also eine Liebeserklärung an Jean Monnet, so möchte ich das auch nicht sehen. Es ist eine respektvolle Umgang. Aber es geht nicht nur, es geht eigentlich weniger um Jean Monnet, als mehr auch um Robert Schumann und auch Konrad Adenauer. Also man muss die drei schon zusammen sehen. Ja, Jean Monnet, aller Anfang ist Jean Monnet. Das ist in der Tat so. Das schreibe ich in meinem Buch auch nicht nur einmal, sondern das sage ich auch mehrmals, weil das, was wir heute mit dem Schumann-Plan verbinden, dem 9. Mai dieser Erklärung für eine Gemeinschaft von Kohle und Stahl, für Kohle und Stahl, ist letztendlich eine Idee von Jean Monnet gewesen. Jean Monnet war nie Politiker. Aber er war, das hat Helmut Schmidt in seiner Biografie, also in Jean Monnets Biografie, Erinnerung eines Europäers, im Vorwort geschrieben, er war immer seinem Gewissen verpflichtet. Er war ein gesellschaftspolitisch sehr engagierter Mensch mit klarer Ausrichtung, klaren Visionen. Und er hat es eben geschafft, sich völlig losgelöst von Ideologien, pragmatische Lösungen für die Probleme des Jahrhunderts, in dem er gelebt hat, zu finden. Und der 9. Mai ist sicherlich, wenn man oder das Werk der europäischen Integration, ist sicherlich die Krönung dieses Tuns. Sie haben gefragt nach Etappen. Gut, Jean Monnet ist einer von vier Kindern eines Weinbrandherstellers in Cognac. Ich glaube, wenn man aus Cognac kommt, kann man kaum was anderes sein. Den Cognac Monnet, den gibt es übrigens immer noch. Ich habe das recherchiert, die Marke gibt es noch. Und er hat sich aber relativ früh, das beschreibe ich auch, mit 16 Jahren festgestellt, dass die Schule so normale Schule für ihn nichts ist. Und er nennt das dann sehr nett, wollte nicht sich mit Bücherweisheiten rumschlagen, sondern in die Schule des Lebens treten. Nun, wenn man seine Memoiren mit 90 schreibt, dann kann man natürlich ein bisschen mit Altersmilde auf seine eigenen Jugendjahre zurückblicken. Und wahrscheinlich war die Situation ein bisschen anders, aber also er beschreibt das so. Und er ist dann relativ schnell ins väterliche Unternehmen eingestiegen. Wurde nach England geschickt, weil dort saßen große Kunden der Distillerie. Und so entwickelte er so ein bisschen kosmopolitisches Denken. Während des Ersten Weltkrieges, also 1888 geboren, Jean Monnet, Erster Weltkrieg, also noch ein relativ junger Mann, er wird nicht Soldat aus gesundheitlichen Gründen, aber er findet, er findet, dass die Situation da mit Frankreich und Großbritannien nicht so wirklich funktioniert und dass man der deutschen Übermacht unterlegen ist, wenn man nicht irgendwie Ressourcen zusammenlegt. Ich verkürze das jetzt sehr schnell. Seine Idee ist ganz relativ einfach. Er sagt, wir müssen es doch schaffen, dass wir in der gemeinsamen Auseinandersetzung gegen den Feind Deutschland, Deutsches Reich, wir es schaffen, britische und französische Ressourcen zusammenzulegen, um dort A, zwei Dinge zu erreichen. Eine bessere Verteidigungskraft herzustellen und B, auch die Versorgung der Zivilbevölkerung, aber auch der Soldaten mit Grundnahrungsmitteln besser herzustellen. Und seine Idee ist, wir schaffen ein Konsortium, eine Art Handelskonsortium, wo Franzosen und Briten gemeinsam einkaufen. Das wird von London aus gesteuert. Das ist seine Idee. Und wenn Sie so in jungen Jahren da sind, haben Sie so eine Idee. Ja, das ist ja sehr schön. Das macht einen schmalen Fuß und einen schlanken Hals. Da müssen Sie erstmal jemanden finden, der Ihnen diese Idee abkauft. Und dann beschließt er geht zu Viviani, und das war damals der französische Staatspräsident. Seine Eltern haben wahrscheinlich gesagt, das ist eine Schnapsidee. Aber er hat es geschafft, er ist dahin, hat ihm das vorgestellt. Der sagt, das ist eine tolle Idee, geh mal nach England und versuch da mal, ob du die Briten dazu überzeugst. Das passiert. Wer wird der Chef dieser Truppe? Natürlich Jean Monnet. Das ist Erster Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg geht vorbei, man kennt den Ausgang. Es kommt der Versailler Vertrag. Was war das Ergebnis des Versailler Vertrags? War auch der Völkerbund. Jean Monnet wird stellvertretender Generaldirektor des Völkerbundes. Zu dieser Zeit proklamiert er aber immer wieder, dass er sagt, es kann nicht funktionieren in Europa, wenn wir immer wieder diese alten Nationalstaaten herstellen und wir nur über kooperative Verbindungen miteinander agieren. Das kann in Europa nicht funktionieren, sondern wir brauchen etwas anderes, wir brauchen eine Integrationslösung. Wir müssen die Europäer zusammenbringen, unter ein gemeinsames Dach. Das ist im Prinzip immer das Denken von ihm. Eine Struktur zu schaffen, die sich aus dieser traditionellen, auch nationalen Verortung herauslöst in eine gemeinsame europäische Struktur.
Ich dachte immer sehr pragmatisch. Da sagt er, wenn ich Dinge da oben zusammenlege, schaffe ich natürlich mehr Power, schaffe ich mehr Energie, schaffe ich Win-Win-Situationen, würde man heute neu sagen. Das heißt also, alles, was er da am 9. Mai vorgeschlagen hat, mit dem Plan der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, hatte also schon Vorvorgänger. Diese Idee war immer sein Programm. Dann kam er war nicht lange stellvertretender Generalsekretär des Völkerbundes, weil er erkannt hat, das funktioniert hier nicht, weil es gibt hier keine gemeinsame supranationale Einheit, mit der man supranationales Recht schaffen kann. Das ist wiederum nur ein Modell zur Kooperation von souveränen Staaten. Er verlässt den Laden, wendet sich dem Bankenwesen zu, da bleibt er auch relativ kurze Zeit nur, weil ihn das Business eigentlich doch nicht interessiert, lernt seine Frau kennen unter sehr, sehr abenteuerlichen Verhältnissen. Sie war mit einem Diplomaten verheiratet und lebte in Moskau. Und Jean Monnet hat sie abends mal bei einem Abendessen kennengelernt und so war es um ihn geschehen, also von wegen Liebeserklärung. Denn da war die Liebeserklärung, also wenn eine Monetische Liebeserklärung, dann da. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis die Dame dann auch ihre alte Beziehung entsprechend zu den Akten legen konnte und sich dann ganz dem Monetischen Wesen hingeben konnte, um es mal so zu formulieren. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. Jetzt werden Sie wahrscheinlich auch das Thema Union hingehen wollen. Darf ich das vorwegnehmen? Also, der Zweite Weltkrieg, es ist wieder die Situation, 10. Mai 1940, klarer Himmel über Frankreich. Es passiert das, wovor alle Franzosen immer Angst hatten, was sie alle erwartet haben, die Deutschen greifen an. Und erreichen relativ schnell Paris. So, die französischen Truppen werden zurückgeschlagen, landen an der Küste, auch die britischen Truppen. Jean Monnet ist zu der Zeit in Großbritannien, versucht dort wieder Strukturen ähnlich wie im Ersten Weltkrieg aufzubauen, sich in Frankreich und United Kingdom. Und in der Situation, wo die Deutschen also relativ sofort über Frankreich hergefallen waren, gab es nur noch für die französische Regierung, die ja damals auf dem Weg war, dann nach Vichy, also auf der Flucht aus Paris, die Überlegung, wir müssen jetzt etwas ganz Dramatisches schaffen. Sonst kriegen wir die Deutschen nicht zurückgedrängt. Und da kommt Monet auf eine Idee, ich weiß es nicht, aber unterstellen wir es mal, dass es so ist. Also wenn Sie die Biografie von Monet lesen, also das ist sehr interessant, aber also an mangelndem Selbstbewusstsein gebricht er nicht, also das kann man nicht so sagen. Aber egal, es muss halt so sein. So, es gibt die folgende Idee. Er sagt, und nicht nur er, sondern auch ein paar seiner Mitstreiter, wir müssen eine Anglo-French Union schaffen. Das heißt, wir müssen es schaffen, Großbritannien, das Vereinigte Königreich und Frankreich zu einer Nation zu verbünden, zu fusionieren. Ein Parlament, eine Regierung, ein Kriegskabinett, ein Volk. Jetzt sagt man so, naja, das klingt ja abenteuerlich. Jetzt müssen Sie sich das Folgendes vorstellen. Da sitzen in Frankreich die deutschen Panzer. Und das französische Heer ist bei Sedan geschlagen. Und da sitzt da einer in London und sagt, wir machen jetzt eine Anglo-French Union. Das klingt erstmal ganz, ganz spannend. Was passiert? De Gaulle kommt nach London und zwar geschickt von der damaligen französischen Regierung, er war damals Stabschef, trifft Monet, die kannten sich, und Monet erklärt ihm seinen Plan. Erklärt ihm diese Geschichte dieser Anglo-French Union. Und zwar, wir fusionieren beide Staaten, beide Nationen und schlagen dann zurück. Und De Gaulle findet das spannend. Sagt aber gleich, was sagt Churchill dazu? Am 10. Mai 1940 ist bekanntlich nicht nur deutsche Truppen über Frankreich hergefallen, sondern auch in Downing Street 10 Winston Churchill eingezogen. Das war die Schicksalsstunde auch für Adolf Hitler. Und Winston Churchill fand die Idee interessant, spektakulär, aber kaum realisierbar. Also er war ja nicht angetreten, um sich mit Frankreich zu vereinigen, sondern er war angetreten, um das Vereinigte Königreich gegen Hitler-Deutschland zu verteidigen. Was er nicht kalkuliert hatte, war,
Also er war bereit, ich gehe damit mit diesem Vorschlag ins Kriegskabinett. Das hat er getan und war völlig überrascht, dass seine Kollegen alle sagten, das ist eine super Idee, das machen wir. Und dann geht es Schlag auf Schlag. Dann gibt es eine Erklärung, in Frankreich brennt die Hütte, der französische Premierminister steht mit dem Rücken zur Wand, weil Pétain, der General Pétain, der damals ja in dem Ersten Weltkrieg mit großen Meriten aus dem Feld zurückgekommen war, sich anstrebte, in Frankreich die Macht zu übernehmen. Nun ging es wirklich spitz auf Knopf. De Gaulle ist in London. Er vereinbart mit Churchill, nachdem das Kriegskabinett nach einigen Diskussionen zugestimmt hat, ja, wir geben eine solche Erklärung ab, ruft De Gaulle in Frankreich, in Vichy an und sagt, erklärt, also, es gibt eine Erklärung, da erklären die Briten, wir wollen diese Union, diese Fusion von beiden Nationen, ein Parlament, ein Volk, jeder Bürger Frankreich ist jetzt auch Bürger Großbritanniens und umgekehrt. Können Sie nachlesen, mein Buch, die Erklärung. Das muss kommen. De Gaulle liest das vor, weil es nicht mehr übersetzt werden konnte und nicht mehr in der übersetzten Form nach Paris gebracht werden konnte, am Telefon. Auf der französischen Seite wird mitgeschrieben, aber auch mitgehört. Und bevor der französische Premier mit dieser Erklärung ans Volk gehen kann, hat Pétain die Gunst der Stunde genutzt, weil er davon erfahren hat, über eine Intrige, und der französische Premier wird abgelöst und Pétain übernimmt die Macht. Damit war das Projekt im Prinzip gestorben. Das ist jetzt im Galopp durch dieses Schwierigprogramm-Projekt, wobei man dazu sagen muss, das war ein Projekt, das innerhalb von wenigen Stunden auf die Beine gestellt worden ist. Aber es hätte die Welt nachhaltig verändert. Das war die Situation. Super spannend. Mhm. Nach Kriegsende war Jean Monnet in Frankreich Chef des Planungsrates, der für den Wiederaufbau der französischen Infrastruktur und der Wirtschaft zuständig war. Der Planungsrat war dem Präsidenten direkt unterstellt. In dieser Zeit entwickelte Jean Monnet die Idee, die Kohle- und Stahlproduktion mehrerer Länder unter eine gemeinsame europäische Ordnung zu bringen. Ich habe hier ein Zitat aus dem Buch. Monnet bringt das Konzept auf die griffige Formel, das schreibt jetzt der Autor. Durch die Zusammenlegung der Basisproduktionen und die Einrichtung einer hohen Behörde, deren Entscheidungen für Frankreich und Deutschland und die sich anschließenden Länder verbindlich sind, werden die ersten konkreten Grundlagen einer europäischen Föderation geschaffen, die unerlässlich ist für die Wahrung des Friedens. Dieses Konzept bildete die Grundlage für den Schumann-Plan. Nun galt es für Jean Monnet, einen Mann zu finden, der die Macht und den Mut hatte, diesen Plan umzusetzen. Das schreiben Sie ja. Jean Monnet wandte sich an Robert Schumann, der positiv reagierte. Ich habe den Plan gelesen, ich mache mit, sagte Robert Schumann. Und durch diese Bereitschaft konnte der Plan Realität werden. Wer war Robert Schumann? Sie beschreiben ihn als Grenzgänger, der in Luxemburg geboren ist, Jura in Metz studiert hat, das bis 1918 zu Deutschland gehörte und mehrere Kulturen in sich vereinte. Können Sie Jean Monnet und Robert Schumann vergleichen? Ja, das ist wie Apfel und Birnen miteinander vergleichen. Wenn man mal zwei Bilder haben Sie, glaube ich, von den beiden. Ja. Also, zunächst einmal, das ist Robert Schumann, das ist Jean Monnet. Das aber gerade war Robert Schumann noch. Robert Schumann war das andere. Also, wir sehen schon allein an der Physiognomie, dass es unterschiedliche Menschen waren. Aber dessen ungeachtet, die Geschichte, so wie Sie gerade wiedergegeben haben, das ist jetzt ein bisschen, mit Verlauf, wenn ich das sage, da haben Sie ein bisschen oberflächlich durch das Buch gelesen. Also, war nicht ganz so. Also, die Geschichte war die: Für Jean Monnet stand fest nach dem Ersten Weltkrieg, dass man dieses System des Zusammenlegens von Ressourcen, des Bündelns von Ressourcen in einer supranationalen Einheit, der Weg sein könnte, und zwar in einer Einheit, die Sieger und Besiegte gleichermaßen mit umfasst. Also Sieger und Besiegte auf die gleiche Ebene stellt, um somit dem Ganzen dem Hass und der Auseinandersetzung die Grundlage zu erzielen. Das war seine Philosophie. Und das hat nach dem Ersten Weltkrieg bekanntlich nicht geklappt. Da gab es die Stimmung noch nicht dazu, die Amerikaner wollten zurück zu dem Europa wieder der souveränen Staaten. Und dann gab es, wie gesagt, das Thema Völkerbund und also da kam er noch nicht durch. Nach dem Zweiten Weltkrieg, 1944, war Jean Monnet aus Gründen, die mit dem Zweiten Weltkrieg zusammenhängen, war in den Vereinigten Staaten. Und da hat er in einem Zeitungsartikel der Zeitschrift Fortune dargelegt, was wir jetzt nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges brauchen, ist ein System, wo wir anfangen,
wirklich wirtschaftliche Einheiten miteinander einen großen Markt zu schaffen, innerhalb einer europäischen Entität oder einer europäischen Föderation. Das heißt also ein völlig neues Loslösen von den Nationalstaaten. Begründung, wenn wir wieder hingehen, wie nach dem Ersten Weltkrieg, die Nationalstaaten wiederherstellen in ihrer Souveränität und allem dem, was dazugehört, dann legen wir im Prinzip die Lunte wieder ein neues Pulverfass und dürfen uns nicht wundern, wenn bald wieder Krieg ist. Insbesondere dann, wenn zwischen Sieger und Besiegten, wie nach dem Ersten Weltkrieg, solche Verträge geschlossen werden wie Versailles. Das war seine Überzeugung. Und mit dieser Überzeugung war dann, das hat er 1944 in einer amerikanischen Zeitung veröffentlicht, und zu dieser Zeit dachte auf dem europäischen Kontinent mit Sicherheit noch niemand daran, A, an Frieden und B, an eine gleichberechtigte Einbeziehung der Deutschen in ein solches System. Denn ich meine, es gab, das habe ich auch erwähnt, einen amerikanischen Kriegsberichterstatter, der hat nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben, wenn man verstehen will, wie die Situation in Deutschland oder wie die Meinung über Deutschland ist, muss man mal mit Franzosen, Belgiern oder Niederländern sprechen. Für sie ist nur ein toter Deutscher ein guter Deutscher. Das muss man immer bedenken, wenn man heute so darüber redet, dass Europa an der deutschen Kultur gewesen sei. Und Jean Monnet hatte dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg, kam ihm die Überlegung, im Rahmen seiner Tätigkeit für den Planungsausschuss, wo das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hatte, was ist denn die Ursache für Krieg? Kohle und Stahl. Woraus macht man Panzer? Stahl. Was ist die Ressource, mit der man den wirtschaftlichen Wiederaufbau in den kriegszerstörten Ländern herstellen kann? Kohle und Stahl. Das war das Fundament, aus dem Friede entstehen konnte, zwar aber gleichzeitig auch das Mittel, um Krieg zu führen. Also muss ich doch hingehen, den Siegern und Besiegten diese Mittel zu entreißen, in einem gemeinsamen Schoß zusammenlegen und eine gemeinsame Verwaltung stellen und damit sicherstellen, dass keiner mehr mit Verlaub Unsinn damit machen kann. In die eine wie in die andere Richtung. Denn wenn ich auch gemeinsam Europa aufbauen will, müsste auch jeder Zugriff zu den gleichen Ressourcen haben, damit sich das entwickeln kann. Das war seine Überzeugung. Und er hat Robert Schuman nicht gesucht. Seine Idee, er hat ein Papier gemacht mit zwei Kollegen, und das sollte eigentlich dem französischen Präsidenten zugänglich gemacht werden. Und das ist dann da gelandet, wo es im Élysée-Palast viele gute Ideen gelandet sind, im Schreibtisch. Und da lagert es wahrscheinlich immer noch. Aber ein Mitarbeiter von Robert Schuman, Bernard Clapier, besuchte Jean Monnet wenige Tage vor dem Ende April 1950. Und Monnet sagte zu ihm, schau dir das bitte mal an und was hältst du davon von der Idee? Und das waren nur ein paar Stichworte, die er aufgeschrieben hatte. Also das war ja, was Sie gerade zitiert haben, schon nachher fast die gesamte Erklärung. Und er sagt, Clapier, das ist super, das muss ich Schuman zeigen. Schuman war zu der Zeit französischer Außenminister und Schuman hatte ein Problem. Am 10. Mai 1950 fand in London eine Außenministerkonferenz der Siegermächte statt. Und Schuman war auf der letzten Sitzung davor beauftragt worden, einen Lösungsansatz für Deutschland zu finden. Weil Deutschland war gerade gegründet und natürlich war in Frankreich die Situation, man hätte lieber Deutschland weiterhin aufgeteilt in diese kleinen Landeseinheiten, damit der Gegner nie wieder stark wird. Denn der Erbfeind Deutschland war in den Köpfen der Franzosen immer noch vorhanden, immer noch das Bild des Erbfeinds. Die Aufgabe war, wir brauchen ein Modell für Deutschland. Und Schuman hatte kein Modell, weil die französische öffentliche Meinung war natürlich alles andere als pro-deutsch und war auch überhaupt nicht auf Versöhnung ausgerichtet. Aber Schuman war ein sehr großer Anhänger Deutschlands. Nicht der Nazis, aber Deutschland. Denn er ist immerhin geboren, das muss man wissen. Er ist in Luxemburg geboren, 1986. Und Luxemburg war 1886 deutsch. Er bekam die deutsche Staatsbürgerschaft, als er geboren wurde, weil das für damals zu Deutschland gehörte, nach dem Krieg von 1870-71. Und sein Vater war zwangsgermanisiert, seine Mutter wurde, die Luxemburgerin war auch Deutsche. Er machte in Luxemburg Abitur, wuchs da auf und wollte dann in Metz Anwalt werden. Und Metz war auch deutsch, 1870-71 war die Volk. Und um Anwalt zu werden in Metz, musste er ein deutsches Recht studieren. Und dafür brauchte er ein deutsches Abitur, deshalb hat er in Metz nochmal Abitur gemacht. Und dann hat er in Bonn studiert, hat in Straßburg studiert, in München und in Bonn kam er dann auch später Konrad Adenauer. So, also er war immer sehr deutsch affin.
Und ihm, er hat auch sehr drunter gelitten unter der Situation unter Nazi-Deutschland. Er war selber auch Opfer der Gestapo. So, und nun kam Clapier mit diesem Plan zu ihm. Schumann fährt, fuhr immer am Wochenende nach Seychelles, das ist in der Nähe von Metz, in sein Privathaus. Sie müssen das mal besuchen. Das ist heute ein zugängliches Maison Schumann. Ich kann Ihnen das nur empfehlen. Vor allem, wenn Sie nach der Lektüre des Buches, weil da haben Sie ein bisschen Eindruck über das Wesen von Robert Schumann. Und wenn Sie da hingehen und in das Haus reingehen, haben Sie das Gefühl, Robert Schumann kommt Ihnen gleich um die Ecke. So authentisch ist das dann. So, und Robert Schumann sitzt an seinem Schreibtisch, hat das wohl gelesen und hat gesagt, okay, das ist die Idee, mit der gehe ich nach London. Und das könnte die Lösung sein. Und dann kam er nach dem 1. Mai, Tag der Arbeit, wieder zurück nach Paris und steigt aus der Schule und sagt aus dem Zug und sagt zu Clapier, ich bin dabei, sagen Sie es Monet. Und dann hat man innerhalb von wenigen Tagen das Ding, die Erklärung zusammengestrickt, mit all den Facetten, die da drin, die Erklärung ist ja auch abgedruckt, das ist im Prinzip, wenn Sie so wollen, die Geburtsurkunde Europas. Also die Idee ist, wir legen Kohle und Stahl im europäischen Schoß zusammen, wir schaffen eine hohe Behörde, unter deren Verwaltung stellen wir das, diese hohe Behörde ist unabhängig, deren Rechtsetzung gilt für alle Beteiligten, wir schaffen daneben eine Art Parlament, die politische Kontrolle über diese hohe Behörde ausübt. Wir schaffen einen Gerichtshof, ein Schiedsgericht, das war die Urstruktur der heutigen Europäischen Union. Und später kam dann das Thema Rat dazu, das war eine Konzession, die er gegenüber den Holländern machen musste, während der Verhandlungen, die dann in den EGKS-Vertrag eingeflossen sind. Das heißt, die Grundstruktur dessen, was wir heute in der Europäischen Union haben, an Institutionen, ist 1950 bereits erfunden worden. Das war damals schon das Konzept von Jean Monnet. Insofern setzt sich das davor. Also jetzt soll ich mal noch vergleichen. Er, Monet, er ist der Techniker, er war der, hatte die Idee. Er ist der Autor des Schumann-Plans. Aber der andere, er hat die moralische Kraft gehabt, das umzusetzen. Das wäre Monet nie gelungen. Die moralische Kraft und die moralische Überzeugung, die hatte Robert Schumann. Robert Schumann war ein Asket. Robert Schumann wäre beinahe nicht Politiker geworden, sondern Priester oder Mönch. Er war sehr katholisch, sehr stark von seiner Mutter geprägt. Sein Vater ist sehr früh gestorben und seine Mutter ist dann bei einem Unfall mit der Pferdekutsche ums Leben gekommen. Da war er noch relativ jung und er wollte sich eigentlich aus der Welt zurückziehen und wollte Priester werden. Benediktiner. Er lebte, und es gibt viele Zeitgenossen, die sagen, Robert Schumann war nicht nur oder war nicht nur ein Anhänger Benedikt von Nursia, er lebte auch wie ein Benediktiner, obwohl er nicht eben Mönch wurde. Er wurde dann später, nannte man das Laienapostolat, was er dann wahrnahm. Das heißt, er ist immer in diesem Glauben, in diesem benediktinischen Glauben und in dieser Struktur geblieben. Ora et labora stammt ja daher, das war im Prinzip sein Prinzip. Er war Junggeselle. Ich habe einen Neffen von ihm, den früheren Hofmarschall von Luxemburg, Guy de Müser, ist inzwischen ein enger Freund von mir, auch über 90, der mir vieles von Robert Schumann erzählt hat, aber so einiges ist auch an Anekdoten in das Buch eingeflossen. Das zeigt ein bisschen das Wesen von Robert Schumann. Ein Tiefgläubiger, von hoher moralischer Kraft und Autorität beseelter Mann. Ohne den ist dieses Europa nie gegeben. Und diese Kombination, Jean Monnet und er, und dazu dann Konrad Adenauer, der so ein bisschen so in diesem Triumvirat letztendlich ja die Brücke dann auch mit Deutschland baute, auch weil er genauso wie Robert Schumann tief im katholischen Glauben beheimatet war. Das war im Prinzip eine Schicksalsführung für Europa. Und wenn es diese beiden Kombinationen nicht gegeben hätte, dann wären wir, die wären heute eine ganz andere. Insofern Liebeserklärung auch an Robert Schumann. Wenn schon Liebe, dann auch an Robert Schumann. Warum hat sich Großbritannien nicht beteiligt an dem Projekt und warum ist Großbritannien diesen Sonderweg gegangen, der sich ja bis heute fortgesetzt hat und sich da manifestiert auch im Brexit? Also, Großbritannien, Robert Schumann hatte die Idee 1950, also er flog ja in England, war ja diese Außenministerkonferenz. Bevin war damals Außenminister von Großbritannien und man muss zu dem 9. Mai Folgendes wissen. Der 9. Mai ist ein historisch bedeutsamer und tagsüber ist ein sehr spannender Tag. Denn das, was da passiert ist, würde heute gar nicht mehr gehen. Also erstmal vor dem 9. Mai, als die Erklärung fertig war, wussten nur 4 Leute davon. Robert Schumann, Jean Monnet, 5 Leute. 2 Mitarbeiter, also ein Mitarbeiter von Jean Monnet, der Minister Pleven
und noch ein zweiter französischer Minister. Die waren eingeweiht und es kam an dem Sonntag vor dem 9. Mai noch dazu, dass der amerikanische Außenminister Atchison, der da auf dem Weg nach London war, auch eingeweiht wurde von Robert Schuman. In Großbritannien wusste es keiner. In Deutschland wusste es keiner. Niemand wusste, was da auf sie zukommt. An dem Wochenende, der 9. Mai ist ein Dienstag gewesen, an dem 7. Mai, an dem Sonntag war in Europa, wusste niemand, was passieren würde. Der 9. Mai, ich bin bei vielen Diskussionen mal gefragt worden, wann der 9. Mai, ja, es ist ja ein berühmter Tag, ein historisch belastet, ich habe gesagt, Pillepalle, Quatsch. Der 9. Mai ist der 9. Mai, weil er der 9. Mai der Tag vom 10. Mai ist und der 10. Mai, das war der bedeutsame Tag in London. Und das, am Tag vorher musste was passieren. Schuman musste mir sagen, also wenn die Konferenz in London am 12. Mai gewesen wäre, wäre das andere am 11. Mai, am 9. Mai gewesen oder umgekehrt. Also wie auch immer, das ist völlig gesund. Denn eins müssen Sie auch wissen. Am 9. Mai musste das französische Kabinett noch über diesen Plan befinden. Denn in dem Leitsatz steht drin, die französische Regierung schlägt vor. Aber die französische Regierung wusste am 8. Mai, am 7. Mai noch gar nichts von ihrem Glück. Es wusste nur der Außenminister was, es wusste der Verteidigungsminister Pleven was. Und das waren die einzigen, die eingeweiht waren. Die anderen wussten nichts. Auf deutscher Seite wusste auch nichts. Und jetzt passiert etwas, was man sich kaum noch vorstellt. Es gab kein Facebook und kein Internet und kein gar nichts. Am 8. Mai schickt Robert Schuman also an dem Montag einen Mitarbeiter nach Bonn. Bonn, damals Sitz der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, Adenauer, gerade gewählter Bundeskanzler, hat an dem 9. Mai, das ist auch ein Dienstag, und das muss man auch noch sagen, in Frankreich finden Kabinettssitzungen immer mittwochs statt, in Deutschland auch. Und in Frankreich fand sie diesmal ausnahmsweise an einem Dienstag statt, weil eben Schuman am nächsten Tag in London sein musste. Und warum fand die denn an dem Tag in Bonn auch Dienstag statt? Ganz einfach. Weil Deutschland stand vor der Frage, die deutsche Bundesregierung, dem Bundestag einen Vorschlag zu machen, dass Deutschland in den Europarat eintritt. Das stand auf der Debatte. Der Europarat, 1949 gegründet, die Situation war, es gab ein Angebot an die Bundesrepublik Deutschland, doch Mitglied zu werden. Jetzt werden, wenn Sie sagen, naja, prima, das war doch schon toll, das war doch die erste Einladung, als gleichberechtigter Partner aufgenommen zu werden. Davon war man weit entfernt in Deutschland, weil das Saarland zu dieser Zeit unabhängig war oder ein französisches Protektorat war. Und das Saarland wollte selbstständig auch in den Europarat. Und das passte in Deutschland niemand, weder der SPD noch auf Seiten der Union und erst recht nicht Konrad Adenauer, der die Anerkennung des Saarlandes als unabhängigen Staat immer torpedierte. Also war das höchst umstritten. Aber um den Weg frei zu machen am 10. Mai, dass in London wirklich man eine pro-deutsche Politik langsam entwickelt und Deutschland wieder in den Kreis der angesehenen Staaten aufnimmt, mussten die Deutschen am 9. Mai etwas erklären. Sie mussten mit dem Thema Europarat um die Ecke kommen. Und Adenauer tat sich schwer. Das hatte er vorher den Besatzungsmächten, auch den hohen Vertretern der Besatzungsmächte auf Venusberg erklärt. Er sagte, das funktioniert nicht. Ich kann das dem Deutschen Bundestag nicht vorlegen. Der Deutsche Bundestag wird gegen den Beitritt Deutschlands, der Bundesrepublik Deutschland, in den Europarat stimmen. Und das wäre kontraproduktiv. Und jetzt passiert Folgendes. Am 8. Mai, wie gesagt, schickt Robert Schuman seinen Mitarbeiter Mitschlich mit zwei Briefen zu Konrad Adenauer. An dem Morgen, um 10 Uhr, tagt das Kabinett Adenauer im Palais-Schaum. Ein Mitarbeiter von Adenauer unterbricht die Sitzung, Blankenhorn, kommt rein und sagt, der Bundeskanzler, es gibt zwei Briefe aus Frankreich. Von Robert Schuman. Draußen wartet ein Mitarbeiter von Robert Schuman, er wartet auf die Antwort, er möchte die sofort mitnehmen. Denn zur gleichen Zeit tagt in Frankreich das Kabinett. Adenauer unterbricht die Sitzung, öffnet die beiden Briefe und die beiden Briefe, es gibt einen handschriftlichen Brief von Robert Schuman an ihn und es gibt das Dokument, die Erklärung vom 9. Mai. Adenauer liest beides. Der handschriftliche Brief von Robert Schuman ist so gehalten, sehr verehrter Herr Bundeskanzler, das, was wir Ihnen hier vorschlagen, ist auch vornehmlich ein politischer Akt, es geht auch um ein politisches Projekt, also Deutschland wieder als gleichberechtigten Partner in die Weltgemeinschaft, in die europäische Familie aufzunehmen und. Können Sie alles nachlesen. Adenauer, das lesend, also vorher überhaupt nicht wissend, was auf ihn zukommt, sagt, das ist das, worauf ich gewartet habe. Erklärt das seinen Kabinettskollegen und sagt, das machen wir mit. Mitschlich wird zurückgeschickt nach Frankreich. Wie der das geschafft hat, weiß, es ist inzwischen Mittag in Paris.
Das Kabinett tagt die Tage über alles Mögliche. Schumann versucht, diese Sitzung in die Länge zu ziehen, weil er wartet immer noch auf die Antwort aus Deutschland. Und dann, kurz nachdem die ersten Minister schon anfangen zu gehen, weil man ja in Frankreich gerne lange Mittag ist, kommt die Antwort. Und was dann passiert, weiß man nicht. Also auf jeden Fall setzen sich alle wieder hin. Und Robert Schumann, der diesen Plan in der Tasche hatte, packt ihn aus und erklärt ihn. Und kriegt die Zustimmung des Kabinetts. Was er denen erzählt hat, das ist nie überliefert worden. Ob die das verstanden haben, das wage ich zu bezweifeln. In jedem Falle hatte er das Go und flog dann wieder am nächsten Tag nach London, woraufhin Bevin ihn dann sofort aufweigte, verbal, indem er sagt, das ist ein anti-britischer Komplott. Und jetzt sind wir beim Thema Großbritannien. Großbritannien war aus der Sicht von Robert Schumann ein wichtiger Partner, sollte eingebunden werden. Sie erinnern sich an die Churchillsche Rede gegenüber die Rede an die Jugend, die er gehalten hat, in Zürich 1949, die berühmte Zürcher Rede. Er spricht da von den Vereinigten Staaten von Europa. Was die wenigsten wissen heute, er spricht zwar von den Vereinigten Staaten von Europa, aber sagt exklusive Großbritannien. Weil Großbritannien gehört da nicht zu. Er hat gesagt, wir beobachten das, wir unterstützen das, wir werden das von außen wohlwollend betrachten, aber wir stehen auf der gleichen Seite wie die Vereinigten Staaten und wie Australien. Churchill hat einige Jahre später sich mit Adenauer beim Mittagessen getroffen, dann hat er auf einer Tischdecke, ist er hingegangen, hat er mit einem Stift genommen, hat drei Kreise gemalt und hat mal Adenauer seine Welt erklärt. Er hat gesagt, der eine Kreis ist Europa, der Kontinent. Der andere Kreis, das sind die Vereinigten Staaten. Und der dritte Kreis, das ist das United Kingdom mit dem Commonwealth. Aber die Kreise überschneiden sich nicht. Das sind unsere Welten. Das ist ihre Welt, das ist die amerikanische Welt und das ist unsere Welt. Das war sein Denken. Das wird auch in der Thüringer Rede übrigens deutlich. Schumann hätte die Briten gerne dabei gehabt. Aber Monet, und das muss man sich mal überlegen, es hat immer so gesagt, ja, der Monet, der war dann gegen die Briten. Im Gegenteil, Monet war ja ein großer Anhänger der Großbritannien, hat er da lange gelebt, er liebte die britische Lebensart. Aber er sagte, wenn man den Briten, die von vornherein sagten, wir wollen einen Sonderstaat, das schon damals, 1950, wenn man denen nur mit den kleinen Finger gibt, wenn man nur in einem einzigen Punkt ihnen nachlässt, dann werden sie das ganze Modell der Europäischen Föderation, der gesamten europäischen Integration torpedieren. Denn das ist nicht das Europa, was sie wollen. Sie wollen ein anderes. Deshalb macht es keinen Sinn, sie mit einem Sonderstatus aufzunehmen. Schumann wäre dazu bereit gewesen. Damit war das Thema durch. Dann haben die in der britischen Öffentlichkeit war das sowieso tot. Labour gab es eine Erklärung von Labour in einem Manifest. Der Commonwealth und Australien und Kanada liegt uns weitaus näher. Das Europa, der Kontinent, ist viel weiter von uns weg als unsere Brüder in Australien und so weiter. So. Irgendwann, 1961, war die Zeit weitergegangen. Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl florierte. Das funktionierte, das Projekt. Und nun passierte etwas anderes. Auf der britischen Seite gab es Schwierigkeiten, wirtschaftliche Schwierigkeiten. Und das erste Mal kam die Überlegung in der britischen Regierung, wir sollten vielleicht doch wieder, sollten nochmal überlegen, ob wir da nicht reingehen. Ich verkürze das jetzt und erkläre das ein bisschen salopp. Und die Idee war, man sagte dann, ja, die ursprüngliche Ablehnung einer Mitgliedschaft hing auch damit zusammen, weil man gesagt hat, wir haben einen Sonderstatus gegenüber den Vereinigten Staaten. Das war eine geborene Verbindung. Und die hat Kennedy kaputt gemacht. Kennedy hat damals den Briten signalisiert, das mit der EGKS, das ist so ein vernünftiger Verein, mit denen machen wir bessere Geschäfte als mit euch. Also, Briten, ihr lieben Briten, ihr seid uns lieb und teuer, aber wenn ihr diese enge Partnerschaft mit uns haben wollt, weiter haben wollt, dann geht da rein in den Club. Dann seid ihr im Prinzip unser Spähtrupp in diesem Club. Man könnte natürlich auch sagen, das trojanische Pferd amerikanischer Politik. Das hat sich auch so ein bisschen erwiesen. Also 61 kam der erste Antrag, ging nicht. De Gaulle hat gesagt, no, weil es musste Einstimmigkeit hergestellt werden und zu der Zeit war De Gaulle schon Staatspräsident. Gott sei Dank nicht schon ein paar Jahre vorher, sonst hätte es dieses Europa auch gar nie gegeben, weil De Gaulle wollte dieses Europa von Monet und von Schumann nie. So, und da macht er die Tür zu. 63 macht er die Tür wieder zu. Als es wieder darum ging, aber die Briten wollten immer gleich Sonderstatus. Und De Gaulle hat eine wunderbare Erklärung, warum er die Briten nicht wollte. Er hat erklärt, ich lehne es ab, die Briten lehnen ein Europa ab, oder gehören nicht in den Club, weil sie dieses Europa ablehnen,
dieses europäische Konstrukt ablehnen, was ich übrigens auch ablehne. Und zwar die Gaulle. Ja, so eine, die Gaulles politische Leistung ist sicherlich auch ein bisschen überbewertet. Also er hat zweimal zugesagt, 73 sind die reingekommen mit vielen Sonderrechten. Und seitdem haben die Briten von Anfang an alles das, was integrationspolitisch nach vorne gerichtet war, torpediert und sich immer Sonderstatus erkauft. Wenn sie zugestimmt haben, zum Beispiel der Sozialkarte, haben sie sich eine Opt-out-Klausel eingehandelt. Sie haben immer wieder es geschafft, wir gehen mit, kommen gleich auf Maggie Thatcher und brauchen noch Money back. Wir haben immer wieder geschafft, wir machen nur dann mit, wenn ihr uns das und das und das als Sonderstatus gibt. Die Briten wollen keine Föderation. Für sie ist eine Föderation ein Unwort. Und ich kann Ihnen auch erklären, warum. Das hat nichts damit zu tun, weil man vielleicht sich etwas besser fühlt. Nein. Die Briten haben ein völlig anderes Verfassungsverständnis, als wir als Kontinentaleuropäer haben. Wir haben das Verständnis, dass die Demokratie vom Volk ausgeht. Das Volk wählt das Parlament und das Parlament wählt und kontrolliert die Regierung. Die Macht geht in Großbritannien aber nicht vom Volk aus, sondern vom Parlament. Das Parlament ist die oberste Instanz in Großbritannien. Das heißt, für einen britischen Verfassungsrechtler und für einen britischen, in der britischen Verfassungstradition Beheimateten ist es undenkbar, dass es ein Parlament gibt, das über dem britischen House of Commons oder House of Lords und das House of Lords noch darüber gibt, also ein europäisches Parlament. Das ist in deren Denken völlig ausgeschlossen. Das erklärt übrigens auch Churchill irgendwann einmal Adenauer. Er sagt, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Und das hat immer das Problem geführt. Aber wenn Sie eine Föderation in Europa wollen, dann brauchen Sie dieses Europäische Parlament, weil Sie ein einheitliches Rechtssystem schaffen müssen. Und das war etwas, was für die Briten immer, das war immer die Kröte, die sie geschluckt haben, der ganzen Jahre, nur damit sie in den Binnenmarkt da beheimatet waren, weil sie die Wirtschaft nicht brauchten. Sie haben alles torpediert, was zu torpedieren war, was etwas auf mehr Tradition war. Integration war. Und deshalb ist der Brexit eigentlich keine Überraschung. Es ist ja, wissen Sie, es ist doch lächerlich. Da geht Cameron hin und erklärt macht ein Referendum, und zwar ein Referendum, nachdem er vorher nochmal einen Sonderstatus sich in Brüssel rausgehandelt hat, geht dann und erklärt dann, jetzt mache ich aber ein Referendum, weil er sich innenpolitisch stärken wollte, geht damit vor das britische Volk und sagt, nun stimmt mal darüber ab. Und zwar stimmt über etwas ab, von dem ich bisher immer gesagt habe, es wäre Mist. Aber jetzt sage ich euch, stimmt dafür, nämlich jetzt ist es gut. Wie soll das einer glauben? Und wie das ausgegangen ist, wissen Sie. Und das ist trotzdem noch knapp ausgegangen. So, und jetzt gehen Sie mal hin, jetzt geht eine Regierung hin, inzwischen ist es ja nicht mehr Cameron, und das ist ja Theresa, und Theresa ist ja nochmal gestutzt worden durch ihre Wahl. Dann sehen Sie mal, wie britische Politiker operieren. Und nun geht sie hin und erklärt, nein, es gibt kein Zurück mehr, es gibt keinen Exit vom Brexit, was ich übrigens nach wie vor noch für nicht gesichert halte. Für mich ist der Drops noch nicht gelutscht. Es gibt keinen Exit vom Brexit, das haben wir beschlossen. Aber wie haben Sie das denn beschlossen? Mit 50,04% Mehrheit. Und jetzt stellen Sie mal vor, wenn Sie Golf spielen oder in einem Reiterverein sind oder in einem Fußballverein sind, wenn Sie die Satzung ändern wollen Ihres Vereins, dann brauchen Sie 75%, brauchen Sie eine qualifizierte Mehrheit. Die Schicksalsfrage einer Nation wird entschieden an 0,4% der Wähler. Und die jungen Leute sind noch nicht mehr hingegangen, weil sie gedacht haben, das ist nicht so wichtig. Heute bedauern sie es. Aber wie sagte schon Gorbatschow, wer zu spät kommt, der bestraft das Leben. Das heißt, ich glaube nicht, dass das hält. Und ich glaube, ich bin dazu sicher, dass es am Ende der Strecke nochmal ein Referendum geben wird, kurz vor Toreschluss. Und ich glaube, dass die Stimmung kippt. Weil eines begreifen die auch jetzt die Briten. Das, was sie sich da einkaufen, das führt ins Fiasko. Ich meine, Sie müssen über. Ich habe das ja erlebt, diesen Wahlkampf da in Großbritannien. Wissen Sie, womit man argumentiert hat? Die UKIP ist hingegangen und hat den Leuten erklärt, ja, Brüssel verbietet uns, den Teebeutel zweimal zu benutzen. Ja, das ist kein Quatsch. Und es gibt Leute, die haben das geglaubt. Die andere Frage war, ja, und UKIP und Brüssel verbietet auch den Kindern Ballons aufzublasen. Das wäre gesundheitsschädlich. Haben Leute geglaubt. Ja, mit solchen Fake News ist ein anderer in Amerika Präsident geworden. Aber das kann man heute. So, aber dieser Brexit ist also nicht unerwartet. Aber wenn, und das ist jetzt die entscheidende, interessante Frage, mit der ich mich neulich in meinem Beitrag auseinandergesetzt habe, die Frage ist ja, was wäre denn, wenn Großbritannien morgen sagt, nee, wir machen den Rückzieher vom Brexit, den Exit vom Brexit. So einfach geht das ja nicht. Denn eine Kündigung ist, wir sitzen hier bei der juristischen Literatur und ich bin Jurist,
ist eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung. Wenn die einmal raus ist, ist sie raus. Zurücknehmen kann ich die nicht. Das heißt, ich könnte jetzt nur hingehen als Vereiniges Königreich mit Brüssel, mit den übrigen Partnern einen neuen Deal machen, einen neuen Vertrag schließen. Und das wäre natürlich die Gunst der Stunde für die Europäer zu sagen, gut, den machen wir, aber nur unter der Bedingung ohne Sonderrechte. Denn Gleichheit aller Partner ist die Grundbedingung für ein gemeinsames Europa. Und ob das letztendlich, ob da das Kamel durchs Nadelöhr geht, das könnte dann schwierig werden. Am Rande der Schuman-Plan-Konferenz gab es ja auch Gespräche über die Schaffung einer europäischen Verteidigungsunion, einer europäischen Armee. Das lief unter dem Begriff Plevenplan, der scheiterte. Können Sie da noch Näheres zu sagen? Warum scheiterte er? Welche Elemente beinhaltete dieser Plan genau? Also dieser Plevenplan oder der gescheiterte Plevenplan zeigt ja wieder, dass man 1950 schon etwas aktuell war oder schon etwas hatte, was heute wieder aktuell ist. Sie kennen das Stichwort PESCO. Diese neue Initiative, der Verteidigungsinitiative, die man jetzt in Brüssel aus der Taufe gehoben hat, wo man gesagt hat, das ist der Durchbruch überhaupt, das ist Quatsch. Dieser Durchbruch, den hat es 1950 gegeben. Was jetzt ist, ist ein Abklatsch. Das ist, was wir heute haben, heißt, jede Nation macht ihre eigene Verteidigung, wir legen so ein bisschen was zusammen, morscheln so ein bisschen was und koordinieren das, aber so weiter. Aber jeder macht, wir kaufen was gemeinsam, die Panzer ein, hoffentlich kaufen sie die nicht in Deutschland. Aber mehr ist das nicht. Das ist keine wirkliche Verteidigungsgemeinschaft, also kein Einstieg in die Verteidigungsgemeinschaft. Ist schon, kann schon deshalb schon nicht sagen, weil die Polen damit angegangen sind. Das ist PESCO. Europäische Verteidigungsgemeinschaft hatte folgenden Hintergrund. Wir versetzen uns zurück in die 50er Jahre. 1950 war nicht nur die Zeit, 5 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und Wiederaufbau in Europa, es war auch im Sommer 1950 Koreakrieg. Sie kennen die Situation Süd- und Nordkorea, haben es ja gerade wieder im Rande der Olympischen Spiele vielleicht historisch wieder einordnen können. Und was sich da auf der koreanischen Halbinsel vollzog, war ein Stellvertreterkrieg, der natürlich auch Auswirkungen auf den europäischen Kontinent hatte und auch natürlich auf die Frage der Wiederbewaffnung Deutschlands, von der um diese Frage ging es. Ging um die Frage, wenn die Amerikaner ihr Engagement in Korea verstärken, was passiert dann in der Verteidigung im gerade heraufziehenden Kalten Krieg auf europäischem Boden? Müssen wir die Deutschen dann nicht wieder bewaffnen? Dass das in Frankreich nicht auf Gegenliebe stieß, das muss man, glaube ich, nicht tiefer erklären. Auch die Briten taten sich damit schwer. Die Amerikaner wollten es aber. Die Amerikaner tragen ja immer eine sehr fatalistische Außenpolitik. Heute mein Freund, morgen mein Feind. Ist das egal? Wenn es gerade passt, dann passt das. Und damals passte es, die Deutschen bewaffnen wir wieder. Adenauer hatte Bedenken. Er war eigentlich ein Gegner der Wiederbewaffnung. Es wird immer so gesagt, ja, da wäre ein großer Unterstützer gewesen, weil Strauß das ja auch wollte. Und nee, am Anfang war er sehr skeptisch. Und dann kam die Überlegung, gut, wenn wir das denn machen, ich verkürze auch das jetzt ein bisschen, dann gab es ja schon die NATO, und ja, aber da waren die Franzosen nicht drin, und also das war alles kompliziert, die Deutschen sollten da nicht rein. Also gab es die Überlegung, nee, wir schaffen eine europäische Verteidigungsgemeinschaft. Und die Grund, und dann kommt wieder Jean Monnet ins Spiel, deshalb ist aller Anfang in Europa Jean Monnet. Die Idee von Jean Monnet war eine Kopie dessen, was er in der EGKS schon, in der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, auf den Weg gebracht hat. Er sagt, wir legen alle Ressourcen zusammen. Es ist doch relativ einfach. Wenn ich Deutschland wieder bewaffnen will, dann will ich Deutschland in eine gemeinsame Armee, eine gemeinsame Verteidigungsstrategie ein, dann sind die da drin. Also wenn ich jemanden, den Gegner nicht besiegen kann, mache ich mir zum Freund. Und genau das war die Idee. Also die Deutschen ziehen wir damit rein. Die Deutschen fanden das natürlich sehr prickelnd. Wenn wir da reinkommen, dann sind wir natürlich eines sofort wieder souverän. Wenn wir wieder eigene Verteidigung haben, sind wir souverän. Monnet befürchtete, dass in dem Moment natürlich auch die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl fliegen geht, weil die Frage war nämlich, ob die Deutschen das dann noch wollen, wenn sie die Verteidigung bekommen. Also das war ein sehr schwieriges Unterfangen. Und deshalb kam die Idee, gut, erst EGKS und dann EVG. Dieser Plan muss so sein, das hat auch nachher funktioniert. Also gab es die Idee einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Das Grundkonzept war das gleiche. Wir legen alle Armeen zusammen, wir bilden eine europäische Armee. Die Deutschen dürfen keine eigene Armee aufstellen, sondern gehen gleich in das europäische Kontingent rein. Die anderen Staaten legen auch ihre Kontingente in diese europäische Verteidigungsgemeinschaft hinein, dürfen ein paar Truppen behalten, aber das Wesentliche wird zusammengeführt. Wir schaffen also eine einheitliche Armee mit einer einheitlichen Uniform, mit einem einheitlichen Generalstab, mit einer einheitlichen Kommandostruktur und nicht 6 verschiedene. Und wir verorten das bei einem europäischen Verteidigungsminister, der auf der gleichen Ebene angeordnet sein sollte wie die hohe Behörde.
Wobei hier der Fall war, da wäre keine Kontrolle über, über die Versammlung, über das Parlament gewesen, sondern über einen speziellen Ministerrat. Das war so der Ausgleich, dass die Verteidigungsminister, nationale Verteidigungsminister da mitwirken. So, das war die Grundstruktur. Besser Plevenplan, auch nicht wieder Monnetplan, weil Jean Monnet natürlich jemanden suchte, der das politisch, moralisch unterstützt und politisch umsetzen kann. Und Pleven war damals französischer Premierminister und das war, er übernahm diese Idee. Und damit wurde es zum Plevenplan. Und das wurde dann in der französischen Nationalversammlung nochmal ein bisschen die Grundstruktur aufgeweicht, sehr zum Missfallen von Jean Monnet. Aber das war also die Konzession, die Pleven einging, um das Ding überhaupt durchzubringen. Und dann passierte etwas, was nicht passiert hätte passieren dürfen. Zwei Dinge. Robert Schuman tritt als Außenminister zurück. Zweiter Punkt, die Deutschen zieren sich. Im Deutschen Bundestag nach der Ratifizierung ist die Zustimmung, das Zustimmungsverfahren wird in die Länge gezogen. Die Deutschen warten, bis die Franzosen waren. Die Franzosen warten, bis die Deutschen zuerst ja sagen. Das Ganze schaukelt sich auf. In der Zwischenzeit wechselt die Regierung in Frankreich, was zu der Zeit üblich war. Die wechselten relativ häufig. Und dann kam die Situation, dass, und das ist so, wird im Nachhinein berichtet oder kolportiert, dass der französische Staatspräsident, ich weiß jetzt gar nicht, den Namen müssen wir gar nicht, Agamemnon des France, im Prinzip von den Russen ein Signal bekommen hat, wenn du das scheitern lässt, die EVG, dann helfen wir dir in Indochina. Und die Russen hatten schon immer ihre Finger im Spiel, nicht nur Bayern schon. Und dann ist Bonnesfranc hingegangen, um das zu verzögern, hat immer wieder Nachbesserungen verlangt von seinem Partner. Er ist immer wieder in Brüssel gewesen, hat mit den anderen Außenministern zusammengesessen und mit den anderen, mit Adenauer, mit Bech, der war inzwischen luxemburgischer Premierminister. Und immer wieder braucht er neue Zugeständnisse, neue Zustände, bis irgendwann der Mann gesagt hat, no, keine Chance mehr. Jetzt geht er mit ihm vor die Nationalversammlung und dann wollen wir sehen, was passiert. Und dann hat er das auch gemacht. Dann gibt es den schwarzen Tag für Europa, denn dann stellt sich das mal vor, sie gehen also als Staatspräsident vor die Nationalversammlung mit einem politischen Projekt, das ihre Regierung ja angeblich mitträgt und verhalten sich neutral. Sagen nichts. Legen das vor und ziehen sich geflissentlich zurück. Diskutieren nicht mit, unterstützen das nicht, lassen es einfach laufen. Und dann kommt der Antrag aus den eigenen Reihen, wir vertagen die Sitzung. Wir legen diesen Punkt der Tagesordnung ab. Es ist also falsch, dass 1954 die EVG durch ein Votum der französischen Nationalversammlung gescheitert ist. Das stimmt nicht, es hat das Votum nie gegeben. Man hat den Punkt einfach von der Tagesordnung abgesetzt und damit war er verschwunden. Und damit war die EVG erledigt. Und jetzt kommt man Pesco. Vielleicht können wir nochmal die anderen Fotos zeigen. Das ist ja. So, das ist dieses berühmte, das ist das berühmte. Genau. Also, wenn Sie heute irgendwo etwas lesen, dann erklärt man Ihnen meistens mal in der Bildunterschrift, das ist die Erklärung von Robert Schuman am 9. Mai vor der Presse. Und das ist ein Fake. Die Nachricht. Weil es am 9. Mai ist es in der Tat so, es wusste ja keiner, was passiert. Und als Adenauer gesagt hat, ja, ich mache mit, und Schuman musste nachmittags nach London, hat man kurzfristig die Presse eingeladen zu einer Pressekonferenz, um diesen Plan vorzustellen. Was hatte man vergessen? Fotografen einzuladen und das Radio. Es gibt kein Fotodokument vom 9. Mai. Es gibt es nicht. Es gibt kein Foto, das Robert Schuman zeigt, wo er den Journalisten erklärt, was die EGKS sein soll. Das Foto ist entstanden bei dem Auftakt der Schuman-Plan-Konferenz. Im gleichen Saal, im Salon de Hollande, im französischen Außenministerium, wo Schuman damals auch die Erklärung abgegeben hat. Nur, woran sehen Sie das? Weil Jean Monnet sitzt da und hier vorne steht über dem Schild, da steht France drauf. Das hat es natürlich hier mit, weil der französische Außenminister muss nicht in seinem Wohnzimmer vor die Presse treten und da vorne Frankreich drauf schreiben. Das weiß man wohl. Ne? Also dieses Foto ist entstanden dann im Juni oder Juli, Anfang der Schuman-Plan-Konferenz 1950. Da sitzt Monnet neben ihm, der hat das hinterher die Plan-Konferenz auch geführt. Das war die Auftaktveranstaltung. Der Monnet hat an dem 9. Mai hinten im Saal gesessen, erwartete nämlich auch das Signal, dass es aus Bonn kommt und es geht los. So. Also dieses Foto, wenn Sie das irgendwo sehen, wenn Ihnen das jemand verkauft, als das Foto vom 9. Mai, können Sie nach der Erfahrung von heute und nach der Lektüre des Buches sagen, stimmt nicht. Das gibt's nicht. Es gibt kein Foto vom 9. Mai. Das ist hier bei der Unterzeichnung? Das ist bei der Unterzeichnung, ja. In Paris, von den Verträgen,
der Bundesverband der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Das ist auch eine nette Geschichte. Also man hat, da gibt es natürlich vieles drumherum, bis man gefunden hat, die Stimmgewichtung zwischen den Mitgliedstaaten. Die Deutschen wollten mehr haben als die Franzosen, weil die deutsche Wirtschaft, die gesagt hat, ja, aber wir sind doch viel größer, wir haben doch viel mehr Stahlindustrie, wir wollen doch mehr Stimmen haben. Adenauer hat sich dann von Monet überzeugen lassen und gesagt, nee, wir wollen die Gleichheit und Frankreich und Deutschland muss gleich behandelt werden. Haben wir übrigens heute auch nicht mehr. Deutschland hat 91 Abgeordnete im Europäischen Parlament und die Franzosen 74. Und dann gab es in der Nacht vorher, vor dem 18. April 1951, gab es also eine Nacht der langen Messer, wie man dann später dann immer gesagt hat. Und zwar lange Verhandlungen. Und zwar nicht über die Frage der Quoten und der Sitz der Mandatsträger. Nee, über die Frage, wo sitzt das Ganze denn? Wo findet denn die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl denn ihren Sitz? Darum ging der Streit. Stundenlang, bis die Wiener. Ja, die Italiener, die Franzosen hatten Straßburg vorgeschlagen. Dann schlug ein Italiener Paris, für den Italiener aus hinter Paris vor. Das wollte Schumann nicht, weil er seinem französischen Freund Flemlin, der Bürgermeister von Straßburg, dann auf die Füße getreten wäre. Also Straßburg schien aus. Einer schlug Saarbrücken vor. Das wollte Adenauer natürlich nicht. Saarland wollte er nicht. So, es ging hin und her und hin und her. Und irgendwann kam einer mit Turin und hat Monet gesagt, da mache ich nicht mehr mit, weil ich sollte Präsident der EGKS werden, der hohen Behörde werden. Aber da mache ich nicht mit, nach Turin gehe ich nicht. Vielleicht braucht er keine Pasta, ich weiß es nicht. So, und dann war es inzwischen kurz, dass der Morgen graute und das Ding muss ja unterschrieben werden. Und ja, man wollte sich vertagen. Und da tritt der luxemburgische Außenminister Becht auf den Plan. Er schlief bis dahin. Er hatte schön und fest geschlafen, machte die Augen auf und sagte, warum beginnen wir nicht einfach mit der Arbeit in Luxemburg? Das war das erlösende Wort. Alle sagten, prima, wir gehen nach Luxemburg, kleines Land in der Truppe. Und so fand die EGKS ihren Ursprung, findet Europa seinen Ursprung in Luxemburg und deshalb sitzen auch heute noch einige Institutionen in Luxemburg. Das war der Anfang. Das ist noch im Zusammenhang. War da unter Zeit noch? Ja, ja. Genau. Monet. Monet ist übrigens, Sie haben ja gehört, dass Helmut Kohl zum Ehrenbürger Europas ernannt worden ist. Jean Monnet ist 1976 als Erster zum Ehrenbürger Europas ernannt worden. Adenauer. Die beiden haben sich eigentlich von Anfang an gut verstanden, sind enge Freunde geworden, wobei er am Anfang ihm misstraute wegen dieser Saarland-Frage. Das müssen Sie selber nachlesen, warum das so war. Aber die sind enge Freunde geworden. Monet und Adenauer. Das ist in Seychelles, vor dem Haus. Das ist hier ist die Kapelle, in der Schumann beerdigt ist, seine Gruft ist. Und hier schräg gegenüber, auf dieser Seite, ist das Haus. Das Haus des Concierge ist größer als das Privathaus von Robert Schumann. Das werden wir sehen, wenn Sie da mal hinfahren. Das sind die vier Väter Europas. Wo? Diese Plastik steht dort. Also, angefangen von Adenauer, de Gasperi, Schumann und Monet. Und diese Plastik ist in den 1890er Jahre noch aufgestellt worden und ist eine Spende der Russen. Sie beschreiben ja auch die Funktionsweise der Institution ganz ausführlich. Welche Reformwünsche haben Sie an die Institutionen? Was sollte dringend verändert werden in dem Bereich? Stichwort Europäischer Rat, die Rolle des Ministerrates, die Rolle des Europäischen Parlaments. Also wir springen jetzt ein bisschen. Wir springen jetzt von 1950 in das Jahr 2018. Was haben wir im Augenblick? Wir haben in Europa zunächst einmal in der Erklärung vom 9. Mai heißt es, mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der Schaffung einer hohen Behörde, deren Entscheidungen für alle Partner verbindlich sind, schaffen wir den ersten Schritt hin in eine europäische Föderation. So steht es am 9. Mai 1950 festgeschrieben, der, wie ich sage, Geburtsurkunde Europa. Und diese Föderation, meine Damen und Herren, das mag Sie den einen oder anderen überraschen, haben wir eigentlich schon längst. Wir haben auch längst eine politische Union. Für Jean Monnet war das Thema Wirtschaft, und dann später dann IWKS, also erstmal die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, und dann später auch alle Wirtschaftsbereiche ausgedehnt mit der EWG 1957, war nicht die Situation, wir wollen ein Wirtschaftsprojekt schaffen. Nein. Über das Wirtschaftsprojekt
Wir nehmen das Wirtschaftsprojekt als ein Instrument für ein politisches Projekt. Warum? Das, was wir mit dem Binnenmarkt geschaffen haben, ist doch nicht nur ein großer Markt. Ein Binnenmarkt funktioniert nur durch das gemeinsame Recht, sonst haben wir eine Freihandelszone. Ein Binnenmarkt, ein Staat ist ein Binnenmarkt. Wir haben alle Marktteilnehmer das gleiche Recht. Und wenn Sie einen europäischen Binnenmarkt schaffen, dann haben Sie eine Rechtsordnung, die für alle gleichermaßen gilt. Die Europäische Union ist eine Rechtsgemeinschaft, weil sie einheitliches Recht hat, geschaffen hat durch diese Institutionen, die supranationalen Institutionen. Und wenn Sie etwas schaffen, dass Sie unterschiedliche Rechtsordnungen haben, eine europäische, eine nationale, teilweise auch eine landeseigene Rechtsordnung, ja, und die ineinander greifen, haben Sie was? Ein föderatives System. Und das haben wir heute in Europa. Denn wir haben europäisches Recht, Unionsrecht, das uns alle anbetrifft. Da sind Bürgerrechte drin enthalten, da sind viele Privatrechte drin, wir wollen ja noch darauf kommen, das Thema Unionsbürgerschaft. Und Menschen leben nicht in Märkten, Menschen leben in Gemeinschaften. Menschen, die in einem Binnenmarkt leben, sei es ein staatlicher Binnenmarkt, ein kommunaler Binnenmarkt, leben in einer Rechtsgemeinschaft. Juncker hat in dem Gespräch zu mir gesagt damals, das war auch gesagt, wissen Sie, ich finde den Euro nicht so sexy, dass ich mich darin verlieben könnte. Ja, das fand ich ja toll. Ich fand die D-Mark fand ich aber auch nicht sexy. Und das sexy viel von den französischen Frauen fand ich auch nicht sehr ausgeprägt. Aber sagt, woran ich mich verlieben kann, ist, dass Europa eine Rechtsgemeinschaft ist. Und genau das ist es. Das heißt, wir haben in Europa ein System geschaffen, in dem wir gleiche Rechte für alle 500 Millionen Bürger geschaffen haben. Und zwar Recht. Gleiches Recht bedeutet Gleichheit. Die Gleichheit im Recht ist das Fundament für Frieden und Freiheit. Wenn ich die gleichen Rechte habe wie mein Nachbar, habe ich keinen Grund, mich schlechter gestellt zu fühlen. Und das war von Anfang an die Idee von Monet und von Schumann und von Adenauer. Durch eine Rechtsgemeinschaft den Frieden zu schaffen. Und zwar die Einigung Europas mit der Kraft des Rechts verbinden, aber nicht mit dem Recht des Stärkeren. Denn das haben wir lange genug versucht. Napoleon, Hitler, selbst Karl der Große. Und das ist gelungen 1950. Dafür wurde das Fundament gelegt. Was haben wir heute? Wir haben Institutionen, wir haben eine Kommission, die das europäische Gesetzgebungsverfahren in den Bereichen, in denen sie zuständig ist, initiiert. Wir haben zwei Legislativorgane, das Europäische Parlament, frei gewählt, inzwischen frei gewählt seit 1979, wir haben den Rat. Eine Fehlkonstruktion des ganzen Systems. Ich sage immer, das ist so eine Metamorphose, die jeder nationale Minister durchlaufen muss, wenn er nach Brüssel reist, weil zu Hause hat er den Amtseid geschworen auf die deutsche Verfassung zum Beispiel, den Nutzen des deutschen Volkes zu mehren, Schaden von ihm zu wenden, darauf legt er seinen Amtseid ab, fliegt nach Brüssel, muss doch dann im gemeinsamen Interesse, das gemeinsame Interesse sorgen. Das ist eigentlich kein Widerspruch, aber die meisten von denen empfinden das als solche. Und was dann rauskommt, ist dann als gemeinsamer Konsens, ist dann der kleinste gemeinsame Nenner. Statt zu sagen, was muss denn für Europa das gemeinsame Interesse sein? Das ist immer der Blickwinkel. Und der Fokus eines nationalen Ministers ist ein nationaler. Das ist seit der Geschichte, seit der Erfindung dieses Rates. Und diese Erfindung ist etwas, was die Holländer dem Jean Monnet abgerungen haben, damals bei der EGKS, weil sie wollten ursprünglich etwas anderes. Sie haben gesagt, was wir schaffen, ist ja, wir schaffen ja ein neues souveränes System. Wir geben ja, das ist ja auch mal so was, wie man hört, wir geben Souveränität ab. Nee, da hat nie einer was abgegeben. Also hier gibt kein Orban-Souveränität nach Brüssel ab und auch keine Theresa May oder auch keine Angela Merkel. Was da passiert ist, dass die Staaten Teile ihrer nationalen Souveränität fusioniert haben. Sie haben Organe geschaffen, wo sie das zusammengelegt haben und gemeinsam verwalten. Denn im Europäischen Parlament sind deutsche Abgeordnete vertreten und im Ministerrat sind auch ein deutscher Minister. Das ist nun mal so. Damit ist Souveränität fusioniert worden und da ist nichts verloren gegangen. Es ist jetzt eine gemeinschaftliche geworden. Und das war die Grundidee. Und das ist das. Und die Holländer haben damals gesagt in den Verhandlungen: Ja, Moment, klingt ja alles gut und schön. Und wir sind ja auch große Demokraten. Aber wir wollen die Kontrolle. Wir wollen die Souveränität nicht ganz verzichten. Deshalb brauchen wir ein Instrument, wo die nationalen Minister entscheiden. Und dort entstand der Rat. Heute eine Fehlkonstruktion, weil er mehr blockiert, als er dann nach vorne bringt. Es gibt so einen wunderbaren Ausspruch eines Kommissionsmitgliedes aus den 90er Jahren. Wenn wir mit einer Gesetzesinitiative schicken, wir einen Vollblut ins Rennen. Und wenn es aus dem Rat kommt, ist es ein Ackerbau. Nach den Beratungen. Das ist oft so. Muss man sehen. Also das funktioniert nur bedingt. Wir haben den Europäischen Gerichtshof, der war damals schon als Schiedsgericht integriert. Wir haben gemeinsames Recht, wir haben ein gemeinsames Rechtsschutz,
Instrument, den Europäischen Gerichtshof. Wir haben den Wirtschafts- und Sozialausschuss als beratende Instanz und wir haben den Ausschuss der Region und wir haben natürlich den Europäischen Rat. Und dieser Europäische Rat, der erst in den Ende der 70er Jahre oder Mitte der 70er Jahre zum Tragen kommt, also das Gremium der Staats- und Regierungschefs, hat es in der ursprünglichen Form nie gegeben. War auch keine Erfindung, war auch in der ursprünglichen Planung von Jean Monnet nicht enthalten. Aber Jean Monnet ist der Erfinder des Europäischen Rates. Und ich glaube, wenn er das heute sehen würde, was daraus passiert ist, er würde sich im Grabe umdrehen. Warum? Die Situation, müsst ihr sich vorstellen, Ende der 60er Jahre, wir waren in einer Situation in Europa, wo wir von Einstimmigkeit auf Mehrheitsvoten im Ministerrat rübergingen. Das war vorgesehen in Verträgen. Das ging damals auch um Agrarmarktordnung und so weiter. Und da blockierte plötzlich Charles de Gaulle mit der Politik des leeren Stuhls. Indem er sagte, wenn wir das jetzt vollziehen, also was in den Verträgen verankert war, rüber zur Mehrheitsvoten gehen, was demokratisch wäre, dann sind wir Franzosen nicht mehr dabei. Denn wir lassen uns nicht von anderen mitregieren oder uns Recht schaffen, dass an dem wir nicht mitgewirkt haben. Und er hat damals seinen Minister abgezogen aus den Ratssitzungen und blockierte alles. Dann gab es dann diesen berühmten Luxemburger Kompromiss, der nichts anderes beinhaltet, dass wir kommen jetzt zwar zu den Mehrheitsvoten, aber dann, wenn ein Mitgliedstaat im Rat erklärt, diese Entscheidung würde essentielle, vitale nationale Interessen berühren, dann kann er ein Veto erheben. Und das haben die Franzosen dann immer weiter gemacht, das haben andere dann auch gemacht. Die Deutschen haben das wirklich dann wunderbar die nächsten Jahrzehnte gemacht. Und dann gab es irgendwann diese totale Blockade im Rat. So, und diese aufzulösen, gab es die Überlegung von Jean Monnet, wir müssen es anders machen. Wir müssen sehen, dass wir diejenigen, die im Prinzip in den Nationalstaaten das Ansagen haben, die Verantwortung tragen, die Staats- und Regierungschefs stärker eingebunden werden in diesen Integrationsprozess. Die müssen stärker mit in die Verantwortung genommen werden. Und da kam noch etwas anderes hinzu. Der französische Präsident ist der einzige Regierungschef in dieser ganzen Truppe, der auf eine große, breite Legitimation zurückblickt, weil er direkt gewählt wird. Das ist der einzige Regierungschef in ganz Europa, der durch eine Direktwahl hervorgeht. Und die Idee war ganz einfach, wenn ich den stärker einbinden will, wenn ich den Franzosen packen will, also Monnet im Prinzip im Geist gegen seinen eigenen Staatspräsidenten, dann muss ich dem irgendwo eine Möglichkeit für ein Forum schaffen, wo der da mitreden kann. Also kam dann diese Idee des Europäischen Rates. Und diese Idee des Europäischen Rates war nichts anderes, als zunächst ein Gremium zu schaffen, wo die sechs Staats- und Regierungschefs, die zweimal im Jahr treffen, sich miteinander austauschen und im Prinzip am Kamin, das hieß auch Kamingespräche, so die Leitlinie, wie es sich weiterentwickeln sollte, abstimmen. So. Und daraus hat sich im Laufe der Zeit verselbstständigt. Es wurde immer mehr dann intergouvernemental. Inzwischen wird eine ganze Menge nur noch zwischen den Regierungschefs hin und her geklauselt. Nehmen Sie das ganze Thema Eurokrise, nehmen Sie das ganze Thema Bankenkrise, nehmen Sie alles das. Alles wurde nur noch da im Europäischen Rat. Die trafen sich alle naslang. Nur das ist das System, es kreiste der Berg und gebar eine Maus. Sie müssen sich das immer mal so vorstellen. Sie sehen immer die Leute, die reisen da an, zu 28, und mit Autos fahren davor auf der Rue de la Loire in Brüssel und dann Riesa Bohai und dann Kameras und hin und jeder erklärt, was er jetzt kämpft und für die Interessen seines Volkes und sich einsetzt. Und dann gehen die da rein so, und dann kann ich ihnen sagen, wie das dann abläuft. Dann sitzen die 28 da und dann erklärt erstmal jeder, wie toll das Abendprogramm von gestern Abend war. Und bedankt sich erstmal beim Gastgeber, wie toll das doch war und wie toll man gegessen hat und wie toll das gefallen hat. Das ist kein Quatsch, was ihnen erzählt. Das habe ich aus erster Hand. Und dann sagt er, so, und dann hat jeder von den 28 hat 5 Minuten Zeit zu reden. Jetzt rechnen Sie das mal hoch. Und dann trifft man sich zum Mittagessen. Und dann beginnt dann manchmal so das, wenn man da nicht sieht. Und dann versucht man das, was die Sherpas dann ausgehandelt haben, als Erklärung dann umzusetzen. Oder aber man geht hinterher in den Beistuhl. Dann heißt der Moment, der amtierende Ratschef nimmt sich dann einzelne vor und versucht dann da einen Konsens herzustellen. Denn es gilt im Europäischen Rat das Konsensprinzip. Das heißt, da wird so lange debattiert, bis man einen Konsens hat. Da wird nicht abgestimmt. Das Prinzip heißt Konsensprinzip. Es hat ein einziges Mal einen Fall gegeben, wo die italienische Präsidentschaft hat abstimmen lassen. Mehrheitlich. Damals für die Einrichtung des Verfassungskonvents. Oh, da haben manche getobt. Aber das hat gehalten. Da hat sich keiner gegen gewehrt. Also den Mut könnte man heute mal aufbringen. Der Europäische Rat hat sich verselbstständigt. Ist heute, ich habe ihn in meinem Buch die provisorische Regierung Europas genannt, aber das ist keine Vokabel, die ich erfunden habe, sondern die hat Jean Monnet in gutem Geiste und in gutem Glauben reingesetzt und gesagt, die sollen mit die Verantwortung tragen.
Was daraus geworden ist, merken Sie heute, also ich sage Ihnen, ich weiß nicht, wie ich hier zu nahe trete, in diesem Gremium lebt, feiert der Geist Charlie Goulds völlig im Ruhestand, ist Europa der Vaterländer, wir sitzen alle zusammen und jeder ist souverän, und jemand, der da am meisten davon das mitprägt, dieses Europa der Vaterländer, ist die deutsche Bundeskanzlerin. Sie hat dafür gesorgt, mit ihrer Erfindung der sogenannten Unionsmethode, dass das, was man eigentlich die Gemeinschaftsmethode nennt, also die Gemeinschaftsorgane, demokratisch gewählt, legitimiert, entscheidend, Politik, heute alles da in diesen Europäischen Rat hineinlegt und alles in Kooperation miteinander austariert. So. Jetzt die Frage, was muss sich ändern? Ich schreibe gerade ein Buch zusammen mit dem Präsidenten des Ausschusses der Region, Karl-Heinz Lamberts. Das erscheint in Kürze. Und das Buch heißt Von Olpen nach Europa. Das hängt damit zusammen, weil er aus Olpen kommt. Und Olpen, die Hauptstadt des kleinsten Bundeslandes Europas, ist nämlich der deutschsprachigen Gemeinschaft, wo ich auch lebe. Und da hat seine Karriere angefangen und heute ist er eben Präsident des ADR. So, und wir setzen uns sehr stark auseinander mit der Frage der Bedeutung der Regionen in der Europäischen Union. Und wir sind beide der Auffassung, und Sie stehen ja damit nicht alleine, dass Europa 2050, 100 Jahre nach der Erklärung vom 9. Mai 1950, föderal und regional sein muss. Und sein wird. Föderal, eine föderale Struktur. Wir haben heute schon eine Europäische Union mit drei politischen Entscheidungsebenen, der Unionsebene, der staatlichen Ebene und der regionalen Ebene, wenn Sie Region mit Gebietskörperschaften übersetzen. Und wir werden immer stärker das Thema Region im europäischen Kontext bedienen müssen. Warum? Wo leben die Menschen? Sie leben in Regionen. Wo empfinden sie Politik? Doch, wo sie leben, in den Regionen. Da muss Europa, da entscheidet sich jeden Tag Europa. Da entscheidet sich aber auch, ob Deutschland gut ist, ob deutsche Politik gut ist. Dort sind die Menschen und die Menschen wollen mitreden. Und sie, Katalonien ist überall. Diese Idee der Autonomie der Regionen ist für uns Deutsche kein großes Thema, weil wir ein föderales System leben. Aber leben Sie mal in Katalonien, oder leben Sie in Frankreich. Sie erleben da inzwischen einen Aufbruch, einen stärkeren Regionalismus, das stärkere Streben der Region nach mehr Autonomie. Nun ist Katalonien ein schlechtes Beispiel, weil man durch diese starre Haltung von Rajoy natürlich sie fast dahin bringt, dass es separatistische Bewegungen gibt, dass sie einen eigenen Staat gründen wollen. Ich meine, man sollte mal irgendwann mal denen mal erklären, dass es auch ein föderales System gibt, wie in der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich oder wie auch immer. Dass das die Möglichkeit wäre. Also, aber die Tendenz geht dahin. Wir werden stärkere Verortung der Politik in Regionen haben. Wir müssen diese Regionen stärker in diesem europäischen Kontext verbinden. Warum? Was wir heute in Europa erleben, ist immer noch den Konkurrenzkampf von Staaten. Das ist einfach so. Wettbewerb unter Wirtschaftsunternehmen ist sinnvoll, auch in einem gemeinsamen Markt, aber nicht von Staaten und erst recht nicht in einer Union. Diese Union gründet eigentlich auf drei Säulen: Freiheit, Gleichheit, Solidarität, übersetzt mit Brüderlichkeit. Das sind die drei Säulen, auf denen Europa baut. Freiheit, wir alle haben die gleichen Rechte. Ich lebe in Belgien, bin Deutscher und habe ein Unternehmen in Luxemburg. Das erstaunt manche Luxemburger, wenn ich das erkläre, aber es ist so. Und die haben die gleichen Rechte wie mein Nachbar. Wir reisen über ganz Europa, wir studieren, wir arbeiten, egal wo. Es gibt keinen Kontinent auf dieser Welt, wo es diese Freiheit gibt, dass Menschen aus unterschiedlichen Staaten die gleichen Rechte miteinander haben und die gleichen Werte miteinander teilen. Das gibt es nirgendwo. Das ist die eigentliche Revolution dieses Europas, diese Unionsbürgerschaft. Wenn Sie von außen kommen, wenn Sie von den USA kommen und landen in Frankfurt, dann gehen die einen, gehen links, da steht EU, da gehen die mit ihrem roten, weinroten Pass durch. Sie da wahrscheinlich mit, und auf der anderen steht Non-EU. Für den Chinesen, der in Frankfurt landet, sehen Sie auf der linken Seite, sieht er nicht, ob das Italiener, Franzosen, Finnen oder was sind. Er hat nur einen Pass, den europäischen Pass. Und denn das ist alles Europäer. Und das sollten wir uns mal, diesen Blickwinkel sollten wir uns mal angewöhnen. Und wenn Sie das übertragen auf das System, dann müssen Sie Regionen nehmen und Regionen stehen nicht im Wettbewerb miteinander. Regionen funktionieren, wenn sie miteinander kooperieren. Wenn Sie das unter ein europäisches Dach nehmen und dort verbinden, dann schaffen Sie ein neues Gemeinwesen. Die Europäische Union ist heute schon ein politisches Gemeinwesen, aber dann wird sie stärker. Das heißt, wenn Sie die Staaten werden wir nicht auflösen, aber sie werden eine Scharnierfunktion in diesen drei Ebenen bekommen. Und jetzt sind Sie bei der nächsten Frage, wie müssen sich die Institutionen ändern? Ich gehe jetzt mal auf das Modell hinaus und da verrate ich etwas, was demnächst in dem Buch erscheint. Aber die Idee ist, meine Idee dabei ist, und da sind wir, glaube ich, uns einig, die Regionen müssen als Partner, als Legislative stärker in den europäischen Entscheidungsprozess eingebunden sein.
Auf der einen Seite haben wir das Europäische Parlament, die direkt gewählten Abgeordneten der 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen auf der anderen Seite eine zweite Kammer. Und übrigens, diese Idee gab es schon 1950. Eine zweite Kammer schaffen, indem die Staaten Abgeordneten aus den nationalen Parlamenten vertreten, in einem Senat. Das war damals, da ging es nur um die nationale Abgeordnete. Ich würde das heute erweitern, denn ich würde sagen, wir haben im ADR, also im Ausschuss der Regionen, 350 Mitglieder. Die repräsentieren 300 Regionen in Europa. Wenn die Stadt im ADR, wo sie nur in Anführungszeichen ein Mitdiskussionsrecht haben und gehört werden müssen, wenn die mitentscheiden können, in einem gemeinsamen Senat mit Abgeordneten aus den nationalen Parlamenten, dann schaffen sie eine doppelte Legitimation europäischer Entscheidungen, und zwar regional basiert. Und dann ist die Region auch nicht nur ausführendes Organ europäischer und nationaler Gesetzgebung, sondern sie gestaltet wird. Dann schaffen sie ein völlig neues Gemeinwesen. Und das ist in meinen Augen die Zukunft Europas. Und dazu gehört dann auch, weil wir gerade in die Diskussion hier einsteigen in Brüssel, ein eigenes Budget. Die können nicht immer hingehen, wir können, wer heute finanziert sich die Europäische Union. Die ursprüngliche Idee war aus Zöllen und Abgaben, eine Quelle. Andere Quelle waren Steueranteil, der Mehrwertsteueranteil. Und der dritte Anteil sollte der kleinere sein, nationale Beiträge, ausgerichtet am Bruttoinlandsprodukt. Die Steuereinnahmen haben sich, die Mehrwertsteueranteile haben sich verkürzt, die Zölle sind ganz weg, fast ganz weg. Das waren nur noch 0,7%. Heute geht es um Beiträge. Aber wenn Sie die Politik auf europäischer Ebene vergrößern, wenn Sie die Anforderungen vergrößern, dann müssen Sie das Budget vergrößern. Und heute fangen sie jetzt gerade wieder die Finanzplanung an. Das fangen die Österreicher an, wir gehen aber nicht mehr. Wir Deutschen, nein, wir gehen aber nicht mehr, die Franzosen auch nicht. Als Maggie Thatcher 1978, diese Geschichte mit Want My Money Back proklamierte, da gab es plötzlich eine Deckungslücke des europäischen Haushalts. Wer hat ihn ausgeglichen? Deutsche und Franzosen, im Verhältnis zu 2:1. Seitdem. Wenn Sie Kohäsionsfonds machen, wenn Sie wirklich einen sozialen und territorialen Zusammenhalt in Europa wollen, dann müssen Sie doch auch die Mittel dazu haben für ein solches Gemeinwesen. Da können Sie sich doch nicht darauf verlassen, mal das ganz salopp als europäische Ebene, dass die Nationalstaaten immer sagen, ja, uns gefällt das, ja, dann tun wir noch was, nee, wir tun weniger. Nein, wir brauchen ein neues Finanzierungssystem der Europäischen Union. Das heißt, zum Beispiel einen Anteil an den direkten oder indirekten Steuern. In Amerika haben Sie es auch gesehen, das geht an den Föderalstaat und das geht hier an das Land. Das kann in Ihrer Steuererklärung oder auf dem Mehrwertsteuerzettel kann das funktionieren. Dann hört auch diese elende Diskussion auf, dass diese armen deutschen Steuerzahler diese fürchterlich faulen griechischen Staatsbürger finanzieren. Das ist ein unmögliches Unterfangen. Es gibt auch niemanden in Hamburg, glaube ich, seriös, der hingeht und sagt, wir Hamburger Steuerzahler finanzieren die faulen Buben in Berlin. Da heißt das Länderfinanzausgleich. Und in Europa heißt das fehlende Solidarität. Jetzt ist es Zeit für Sie, liebes Publikum. Bitte Fragen an den Autor. Okay, wenn sich jetzt keine weiteren Fragen stellen, dann frage ich Sie. Habe ich alle Klarheiten beseitigt? Europa hat viele Krisen durchlebt und man sagt ja, dass Europa dadurch gestärkt, also die Europäische Union ist gestärkt aus den Krisen hervorgegangen im Laufe der Jahrzehnte. Und jetzt erleben wir ja schon 10 Jahre Europa in der Krise. Unterscheiden sich die aktuellen Krisen von früheren? Also, was ist denn eine Krise? Ein griechisches Wort. Aber, also die Krise ist ja was Produktives, wenn Sie das Schreckliche daraus kriegen. Also ich glaube, die meisten Krisen, wenn Sie sich das mal so Revue passieren lassen, so die Kernkrisen, angefangen von der Luxemburger Kompromiss, der Politik des leeren Stuhls, das war die erste große Krise. Viele dieser Krisen sind ja hausgemacht. Oder ich würde mal sagen, 85% dieser Krisen sind hausgemacht. Sie haben etwas damit zu tun, dass viele von den Protagonisten, und wenn Sie da 28 haben und nicht nur noch 6, jeder hat seine eigene Vorstellung, jeder hat sein eigenes nationales Prestige, das hat er erfüllen müssen. Das war auch so, ne? Die marschieren in Brüssel in die Ratssitzung rein, erklären draußen dem staunenden Publikum, was sie alles jetzt erreichen wollen, kommen wieder raus und erklären, wir haben das erreicht, wir haben da gekämpft. Europa ist kein Fußballfeld, da gibt es keine Sieger und Besiegte. Da gibt es nur gemeinsame Interessen oder gemeinsames Untergehen oder gemeinsames Gewinnen. Das haben die noch nicht begriffen. Die kommen dann wieder raus und erklären alle, wie toll sie gesiegt haben. Nur, wenn es dann, und dann kommen sie nach Hause und sagen, ja, die da in Brüssel haben beschlossen.
Diese furchtbare europäische Bürokratie, ja verdammt nochmal, der das da behauptet zu Hause im Parlament, der war dabei, der hat da mit abgestimmt. Das ist etwas, das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Und es gibt keinen vernünftigen Journalisten, der sich mal nachfragt, sag mal, hast du da nicht mit abgestimmt, warst du nicht dabei? So, ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen von Jürgen Trittin, als er noch Umweltminister in Deutschland war. Das ist eine tolle Geschichte, aber vielleicht später. Krise. Also Europa hat viele Krisen durchlitten. Das heißt immer, Europa wäre gestärkt herausgegangen. Nein, das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Europa gestärkt aus der Krise hervorgegangen ist. Per saldo hat sich Europa immer mehr von seinem eigenen Leitbild wegentwickelt. Ja, wir haben Krisen gemanagt. Ja, es hat Lösungen gegeben. Es hat bei der Eurokrise, bei der Bankenkrise Lösungen gegeben. Übrigens, das ist erstaunlich. Ne? Man kann sich in Europa ganz schlecht einigen. Aber so die Banken gehen, da ging das ganz schnell. Da waren sie sich plötzlich alle ganz schnell einig. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Europa ist nicht geschaffen worden für Banken. Europa ist geschaffen worden für die Menschen, nicht für Banken. Und das ist etwas, wo ich mich immer frage, da wird über Systemrelevanz von Banken gesprochen. Werden da irgendeiner mal von Systemrelevanz von Menschen? Das würde mich halt mal interessieren, aber das machen wir anders. Krisen, ja, Lösungen auch, aber oftmals zulasten der ursprünglichen Idee. Oftmals zulasten der ursprünglichen Idee der Integration und mehr hin wir zu einer Kooperation, zu einem staatlichen Ausgleichen, so the balance of power, dass immer wieder dann der eine oder der andere und ich gebe dir was, ich gebe mir was, dann funktioniert das auch. So, das ist eine Entwicklung. Die meisten Krisen sind Krisen des Denkens, habe ich mal irgendwo geschrieben, weil sie im Prinzip ihre Ursache im mangelnden europäischen Geist und europäischer Grundhaltung ihre Ursache finden und weil ich immer nur das meine sehe, aber nicht das des anderen. Und das ist auch mal so eine tolle Sache. Wir erzählen immer so diese faulen Griechen oder die oder jene. Es gibt ein wunderbares indianisches Sprichwort, das sagt, wenn du deinen Gegner kennenlernen willst, lauf mal 100 Meilen in seinen Mokassins. Dann weißt du, wie er denkt. Ich glaube ja nicht, dass Angela Merkel mal den Mokassins von einem Franzosen läuft, aber das sieht ja wohl schon die Bilder, wenn man von ihren Bergtouren sieht, da hat man ja schon dann Probleme, dass man sich da vorstellt, wie die läuft. Aber egal, nein. Spaß beiseite. Also die Krisen. Krisen des Denkens, im wahrsten Sinne des Wortes, was wir heute haben, ist eigentlich auch eine solche Krise und die hat mit dem System zusammen, dass wir ein System geschaffen haben, das immer mehr darauf sich zurückzieht, dass Staaten miteinander Vereinbarungen schließen. Und wir haben immer weniger aus diesen ganz normalen europäischen Entscheidungen, aus der Gemeinschaftsmethode rausgenommen. Also, Kommission schlägt vor, Parlament und Rat beschließen. Das haben wir da weggenommen und immer mehr verlagert in diese Kooperationsebene. Und da müssen sie versuchen, 28 Interessen miteinander auszugleichen. Und da hat jeder seine eigenen Vorstellungen. Und das funktioniert auch nicht. Und das ist etwas anderes. Eine der wesentlichen Kriege, jetzt kommt ja sicherlich das Thema Migration. Wissen Sie, ich bin der Meinung, jeder, der aus Not flüchtet und wir Menschen, die Europäer, wissen, was es heißt, zu flüchten und auszuwandern und sich woanders hinzugehen. Europa war immer ein Ort, in dem Migrationswellen stattgefunden haben, Völkerwanderungen. Damit musste man rechnen. Man musste damit rechnen, dass übers Mittelmeer die Kriegsflüchtlinge kommen. Das war bekannt. Man wusste auch, wie viele kommen. Man hat es verdrängt. Gut. Und man kann aber nicht europäische Solidarität einfordern von seinen Partnern, wenn man vorher diese Solidarität mit Füßen getreten hat. Man kann nicht hingehen und kann sagen, am deutschen Wesen soll Europa genesen und wir sparen jetzt alle und wir oktroyieren alle unser Finanzmodell auf und dann mache ich die Grenzen auf, informiere aber keinen, außer dem österreichischen Bundeskanzler und sage, okay, komm, ich mache die Grenzen auf in Bayern, die können kommen, informiere auch am nächsten Tag keinen von den anderen und 3 Wochen später sage ich dann in der Sitzung, ja, aber jetzt müsst ihr mir helfen. Ja, das funktioniert in Europa nicht. So, also das heißt, es gibt Politiker in der Europäischen Union, die meinen, sie würden die Europäische Union vertreten. Die treten dann auf der Krim auf, in der Ukraine, zu zweit. Der eine ist ein bisschen kleiner, die andere Dame ist ein bisschen dafür komponenter und die erklären dann, sie haben für Europa das und das rausgeschlagen. Nein, die haben gar keine Legitimation. Weder die deutsche Bundeskanzlerin noch der französische Präsident noch sonst jemand hat die Legitimation für die Europäische Union zu sprechen. Die sprechen für Deutschland. Die Europäische Union spricht außenpolitisch Frau Mogherini, die hohe Vertreterin der Außenpolitik. Politisch spricht dafür der Herr Tusk, der Präsident des Europäischen Rates, oder Herr Juncker. Aber sonst keiner. Und daran müssen wir uns mal gewöhnen. Und daran müssen sich auch mancher national, auch der Herr Orban spricht nicht für die Europäische Union.
Er spricht doch nicht mehr für die Visegrad-Staaten, wie er noch. Er spricht nur für Ungarn. Das muss, und dieses Denken, wenn das mal endlich mal sich aus den Köpfen befreien würde, wenn man die Einsicht haben würde, dass wir da nur gemeinsam weiterkommen. Europa ist geografisch ein Winzling, demografisch ein Schwächling und wirtschaftlich und politisch eine untergehende Macht. Und wir erklären immer noch, dass jeder Staat in Europa so groß und so großartig ist, dass er die Welt alleine, in der Welt alleine bestehen kann. Ja, wenn nun das Wort Krise schon gefallen ist, meine ich, müssen vielleicht auch eine Anmerkung erfolgen zu den Entwicklungen in Polen und in Ungarn. Da geht es doch, dass die beiden Staaten so ein bisschen den europäischen Geist verlassen, nicht? Wenn dieser Justizreform und. Ja. Das ist doch sehr bedenklich, meine ich. Ich bin. Und da fehlt eigentlich auch der Union das Instrumentarium. Gut, man kann dem einstimmig Moneten entziehen, aber das funktioniert ja nicht, wenn schon zwei dagegen sind. Nicht? Aber wenn da, wie ist diese Krise? Und das halte ich für eine echte Krise, die inzwischen kommt, glaube ich, in Tschechien. Ja, und demnächst, wer weiß wo. Niederlande. Ja, Niederlande, ja. Aber auch die sind noch so ein bisschen. Und Österreich? Und Österreich. Die anderen driften ein bisschen in totalitäre Strukturen ab. Europa ist, kann nur ein Europa der Werte oder es wird nichts sagen. Das ist mal die Prämisse. Wir bestimmen uns über eine Werteunion. Europa ist, der europäische Kontinent ist der Erfinder von Demokratie, von Menschenrechten, von Rechtsstaatlichkeit, von all dem. Das sind europäische Werte, das sind keine arabischen Werte, das sind keine asiatischen Werte, das sind europäische Werte. Und wir schimpfen uns eine Werteunion. Wir haben eine Charta der Werte als verbindendes Element. Und wir beziehen uns in der Verfassung der Europäischen Union, in dem Lissabon-Vertrag, genau auf diese Werte. Und wir haben ein Instrumentarium in dem Vertrag geschaffen, was es vorher auch gar nicht gab, nämlich die Aussetzung von Stimmrechten bei Verletzung, bei nachhaltiger Verwertung dieser Werte. Und es hat es einmal gegeben. Erinnern Sie sich, als in Österreich die FPÖ das erste Mal mit an die Macht kam? Damals war der Aufschrei in ganz Europa groß. Oh, der Untergang des Abendlandes. Und die Nationalisten kommen und so weiter. Was hat man gemacht? War man sich ganz schnell einig und hat in Österreich dann das Stimmrecht entzogen. So, und die FPÖ war dann einfach Geschichte, und der Heide auch. Und so, es hat aber gewirkt, in gewisser Hinsicht. Erstens hat es sensibilisiert, die übrigen, weil außerhalb Österreichs hat das kaum einer wahrgenommen, außerhalb Brüssel, es hat ein bisschen die Situation sensibilisiert. Aber, und jetzt kommt genau das Problem, da war nur einer, und die anderen waren schnell einig. Das hat zwar ein bisschen gedauert, aber jetzt haben wir zwei. Und genau das ist der Kasus Knacktus. Weil die brauchen, um diese Aussetzung der Stimmrechte, brauchen sie eine Einstimmigkeit, also bis auf den Betroffenen. Und dann kriegen sie natürlich, die Polen stützen die Ungarn und die Ungarn stützen die Polen. Also das wird nie funktionieren. Übrigens, das ist auch der Grund, warum die Türkei nie Mitglied der Europäischen Union werden wird. Selbst auch wenn es den Erdogan nie gegeben hätte. Die brauchen für die Mitgliedschaft eines neuen, für die Aufnahme eines neuen Staates, brauchen sie Einstimmigkeit. Die Griechen würden einer Mitgliedschaft der Türkei nie zustimmen. Nie. Zumindest solange Zypern nicht geklärt ist. Also wir werden das nie tun. Also deswegen ist das alles nur Spiegelfechterei. Aber bei Ihnen. Ich bin völlig bei Ihnen. Das kann nicht funktionieren. Man hat ja jetzt versucht, durch ein Anhörungsschreiben, was jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren beim EuGH in Bewegung setzt, in die Gegend zu halten. Ich bin mal gespannt. Ich finde, der Weg ist richtig. Also ich finde es richtig, dass man den rechtsstaatlichen Weg geht, dass man den EuGH einschaltet und so weiter. Ich bin mal gespannt, wie das am Ende aussieht. Das Urteil wird wahrscheinlich relativ klar sein. Und dann wird man doch mal sehen, wie sich dann die Mitgliedstaaten verhalten, die beiden. Dieser Schlüssel zu sagen, wir entziehen euch die Fördergelder oder die Gelder, wenn ihr das nicht tut, es gibt keine Grundlage im Vertrag. Es gibt da nichts für. Sie können das machen, aber es gibt kein Recht, ist das nicht nachprüfbar. Ein schwieriges Unterfangen. Aber damit bin ich wieder bei dem, was ich gesagt habe, die Krisen sind Krisen des Geistes, des Denkens. Ja.
Wir haben es einfach nicht gehabt. Und bei dem Thema mit der Erweiterung, da ist ja vielleicht der, das Problem drin. Wir haben irgendwann, wir haben Anfang 2000 diese Europäische Union natürlich explodieren lassen. Ja, wenn man heute sagt, wird man sicherlich nüchtern sein, selbst Herr Verheugen, glaube ich, in einer stillen Stunde wird er bestimmt einräumen, das war vielleicht zu schnell. Das war mit Sicherheit zu schnell. Das zeigt Rumänien, das zeigt Bulgarien. Die beiden, die 2004 dazukommen, die Zahl oder 2007 dazukommen, die zeigen das mit Sicherheit. Das zeigen die anderen aber auch. Nur man darf natürlich eines nie sehen und nicht verkennen. Die politische Situation zu der Zeit, auch damals als Griechenland Mitglied wurde oder Spanien und Portugal, war natürlich immer die, dass man gesagt hat, die sind jetzt im Aufbruch und wir können, wir müssen denen jetzt, Europa war der Leuchtturm und die kommen jetzt in, dieses gemeinsame, in diese gemeinsame Familie. Dass man sich damit auch Probleme eingehandelt hat, denn ich meine, der Orban ist ja ein Produkt seiner eigenen Gesellschaft. Der ist ja nicht vom Mund gekommen. Ne? Das ist ja ein Denken, das in Ungarn ja weit verbreitet ist. Man, oder bei den Polen. Ich meine, eine Partei, die sich PiS nennt, yo, yo, nomen est omen, wird der Lateiner sagen. Aber das ist ja Geist, der in diesem Volk vorhanden ist. Der ist ja nicht, der ist hier jetzt nicht vom Himmel gefallen. Das ist ja, ich glaube, es ist ein schwieriges Unterfangen. Und erschreckender finde ich noch, dass junge Leute sich diesen Populisten da anschließen und das unterstützen. Aber ich habe kein Rezept dafür. Außer, dass man sagt, ja, wenn wir Rechtsstaatlichkeit hochhalten, dann müssen wir auf den rechtsstaatlichen Weg gehen. Könnte das nicht Schule machen? Nicht? Ja, das Augenblick 2. Im Augenblick sind wir auch schon das Tempo wieder auf dem Balkan. Ja, aber die Frage ist doch die, was passiert jetzt in Großbritannien? Das ist für mich der Schlüssel. Also der Orban war relativ nassforsch, als das Referendum kam in Großbritannien mit dem Brexit. Da, da kam der laut und leise immer wieder dazu, drohte damit, Ungarn könnte den gleichen Weg gehen. Das habe ich lange nicht von ihm gehört. Das habe ich von den Polen auch nicht mehr gehört. Das ist etwas, was verstummt. Auch die Holländer. Die Holländer, das kriegt man nie so ganz mit. Aber die Holländer unter Rutte waren schon mal dabei, zu überlegen mit Referendum, ob wir nicht vielleicht da rausgehen wollen. Immerhin ein Land, das mit Gründungsvätern gibt, seine Gründungsvätern gehört. Ja, ja, das haben wir ruhig geworden. Das sind aber alle ruhig geworden. Weil ich glaube, das haben sie begriffen. Ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Und ganz so locker ist dieser Verbund nicht mehr. Und deshalb glaube ich, oder bin ich davon überzeugt, dass wir zwar den Geist in Ungarn da nicht mal mit einer Gehirnwäsche da beseitigen, aber dass man vielleicht irgendwann auch wieder Vernunft einkehrt. Vielleicht. Aber da noch kein Mittel gegen Dummheit erfunden worden ist. Wobei Schopenhauer gesagt hat, kastriere die Dummheit und die Menschheit stirbt aus. Also deshalb stirbt die ja nicht aus. Deshalb ist hier überlebensfähig. Weitere Fragen? Ja. Ich habe keine Frage, ich habe eine Feststellung. Und zwar, ich glaube, wir werden Ihr Buch mit genauso viel Interesse lesen, wie wir Ihren Vortrag dort sehen. Vielen Dank. Ich mit besonderem Stolz, denn wie Sie vielleicht an meinem Akzent erkennen, ich bin Luxemburgerin. Ach, das freut mich sehr. Für alle, die noch keine waschechte Luxemburgerin gesehen haben, hier ist eine. Moyen. Sagt man, hier sagt man Moin Moin, in Luxemburg sagt man Moyen, auch zur ganzen Morgen und Abend. Moyen, ja, Moyen. Moyen an Eddie, aber ja. Vor allem haben Sie, um jetzt von mir auszugehen, meine Jugend und meine Kindheit beschrieben. Ich bin in Luxemburg groß geworden, meine Jugend verbracht, in Belgien studiert, bei der Europäischen Gemeinschaft ein Praktikum gemacht, also ich bin sehr eng verbunden. Und freue mich, dass Sie so viel Positives über Luxemburg und über die Luxemburger sagen, über die vielen Luxemburger, die so viel für Europa getan haben. Ja, das habe ich auch mit Überzeugung. Also nicht, erstmal wusste ich nicht, dass Sie Luxemburger sind. Und zweitens, ich bin viel in Luxemburg, wie Sie sich denken können, und habe auch viele gute Freunde in Luxemburg inzwischen gefunden. Es ist ein interessantes Land, es hat eine sehr, sehr interessante Geschichte sowieso, aber es ist eben... ja, es gibt eine wunderschöne Geschichte, die muss ich Ihnen, wo Sie es erzählt haben. Ich habe gerade erzählt, die Geschichte mit dem, wenn die nach Hause kommen, die Staats- und Regierungschefs oder die nationalen Minister, und erklären mir zu Hause, dass sie gesiegt haben. Und dann habe ich mit Juncker auch darüber gesprochen, 2009. Da habe ich gesagt, ja, aber Sie sind ja auch, die werden auch in das Gremium. Haben Sie denn auch gesiegt, wenn Sie nach Hause kommen? Und so, der Händel, wissen Sie,
Wenn ich nach Hause, wir Luxemburger, wir sind ein Volk, wir haben deutsches Fernsehen, wir haben französisches Fernsehen, wir lesen deutsche Zeitungen, wir lesen französische Zeitungen, wir lesen auch manchmal englische Zeitungen, wir lesen auch luxemburgische Zeitungen. Und wissen Sie, bis ich nach Hause komme, dann haben die alle schon gesiegt. Die anderen, da muss ich nicht mehr auch noch sehen. Dann habe ich zu ihnen gesagt, so ein langsames Auto hatte ich auch schon mal. Aber so, das ist so, was war seine Mentalität, oder ist seine Mentalität. Ja. So sind sie. Die so sehen die Luxemburger. Genau, das beschreibt das sehr genau. Ja. Und ich möchte auch ergänzen, ich bin nicht nur Luxemburgerin, ich bin eine Vollblut-Europäerin. Französische Großmutter, deutscher Ehemann, luxemburgisch-deutsche Tochter, belgischer Schwiegersohn, inzwischen auch belgischer Enkel, also was will man mehr? Ja, genau. Es gibt noch ein paar Luxemburger, aber vielleicht ist das ja in den nächsten Generationen, die noch ein paar andere Europäer dazukommen. Gut, weitere Fragen oder Kommentare? Wenn das nicht der Fall ist, würde ich jetzt zum Schluss kommen langsam, noch eine Abschlussfrage stellen. Am Ende des Buches sprechen Sie von der Notwendigkeit einer europäischen Bildungsoffensive, um die Idee Europas zu vermitteln. Wie soll diese vonstatten gehen? Wie erfindet man eine Nation, wo es vorher keine gab? Sie erfinden eine Geschichte von Siegern, von Kriegen, von Gewinnen, theorisieren die und erklären sie ihren Leuten, dass das die gemeinsame Geschichte ist. Das ist kein Quatsch, was ich erzähle. So sind nationale Geschichten entstanden. Die braucht man, um einer Nation, die eigentlich, es gibt eigentlich, die Nation ist ein völlig heterogener Verein, um der eine einheitliche Identität zu verschaffen. So hat man das in der Geschichte immer gemacht. Man erzählt eine gemeinsame Geschichte. Und das erzählt man vor allen Dingen natürlich Kindern und Jugendlichen. Und so entsteht eine eigene Identität, nationale Identität. So. Und in Europa haben wir, wenn wir jetzt mal 28 sind, ich sage ja, der Drops ist noch nicht gelutscht mit Brexit, haben wir im Prinzip 28 nationale Geschichten. Aber die Geschichte der Franzosen ist auch eine deutsche Geschichte. Die Geschichte der Luxemburger ist erst recht eine deutsche Geschichte und die Geschichte der Deutschen ist eine luxemburgische Geschichte. Seit Siegfried. Das ist aber eine andere Geschichte, die müssen Sie mal in Geschichtsbücher nachlesen. Das heißt, unsere Geschichten sind alle miteinander verknüpft. Warum gehen wir nicht hin und erklären unseren Kindern mal Europa? Warum erklären wir eigentlich in den Schulen immer nur das Trennende? Die Franzosen, die Spanier, die Portugiesen. Warum erzählen wir nicht mal, was uns gemeinsam ist? Das kann man. Das kann man. Ich tue das in vielen Schulen. Ich gehe in viele Schulen rein. Ich habe in Luxemburg, in Schengen angefangen. Und auch mit 12-jährigen, 13-jährigen Schülern diskutieren auch über gemeinsame Begriffe wie Freiheit, was Europa verbindet. Weil erkläre ich denen nicht mal diese Lebenswelt, in der sie leben. Denn das Problem an Europa ist doch heute, die Europäische Union, wir verbinden immer Europa, einen geografischen Begriff, mit einem politischen System. Genauso wie wir von Amerika sprechen und meinen eigentlich die Vereinigten Staaten. Das ist schon mal ein Fortschritt. Ne? Hätte vor 50 Jahren auch keiner gemacht. Wir leben in einer Lebenswelt, und ich sehe es ja an meiner Tochter, die ist 20 Jahre alt, ich erwähne sie auch in meinem Buch am Ende. Die leben in einer Lebenswelt, und viele Erwachsene tun das auch, die sie nicht verstehen, weil sie Europa nicht verstehen. Wie funktioniert das eigentlich? Was bedeutet das eigentlich, Europa sein? Und das, finde ich, müssen wir in die Schulen hineintragen. Das müssen wir in die Bildungsprogramme hineintragen. Wir müssen eine Europastunde machen, so heißt dieses Projekt, was ich da entwickelt habe. Wir müssen Europa zu den Schülern bringen. Warum? Aus zwei Gründen. Erstens, damit sie ihre Lebenswelt verstehen, aber nicht nur das politische System verstehen, sondern das auch, was dahinter steckt, in Freiheit, Frieden, so weiter. Und eines ist wichtig, und das habe ich, die Erfahrung habe ich persönlich gemacht, wenn Sie mit Kindern und Jugendlichen darüber reden, dann reden Sie nicht über Finanzkrisen, aber Sie reden über Freiheit, und solche Begriffe spielen bei denen in Ihrer Welt eine große Rolle, dann schaffen Sie doch eines, dann schaffen Sie in deren Köpfen eine Idee, ein Bild von einem Gemeinwesen, von einem Zusammenleben, das ein anderes ist, als Ihnen die Rechtspopulisten morgen versuchen einzutrichtern. Und wenn Sie zuerst da sind und diese Idee dort verorten, dann können Sie diese europäische Gesellschaft weiterentwickeln. Und ich bin gerade dabei, wir entwickeln das gerade, Professor Böttcher aus Aachen und ich, ein europäisches Schulbuch zu entwickeln für die Sekundarschule. Dass man einfach überlegt, mal ein Schulbuch zu entwickeln, wir wollen das in der Großregion Saarlouis-Lux, ihr wisst, wovon ich spreche, also in deutscher und französischer Sprache, damit mit diesem Projekt starten. Das ist gerade im Anfangsstadium, aber es geht einfach darum, die Geschichten zu einer Geschichte zu machen, eine neue Geschichte erzählen von Europa und damit im Prinzip
den Grundstein für ein neues Denken zu schaffen. Ein langer Prozess. Und ich habe in meinem Buch geschrieben, wenn man das tut, dann sollte man das überlegen, ob man das in einer Sprache tut. Ob man das von Finnland angefangen bis runter zum Peloponnes in einer Sprache macht, jetzt bildet sich natürlich Englisch an. Wir haben in Europa keine Lingua Franca, aber wir haben natürlich, und das spricht natürlich wieder für den Brexit, in dem Moment, wo das Vereinigte Königreich draußen ist, können wir uns natürlich alle darauf verständigen, alle miteinander Englisch zu sprechen. Als zweite Sprache, weil dann ist niemand mehr im Vorteil. So im Augenblick ist es so, dass die Briten das natürlich toll finden, weil sie im Vorteil sind, aber das wäre dann nicht mehr. Dann können sie diese ganze Geschichte auch in Englisch erzählen. Aber entscheidend ist, dass wir gemeinsame Bildungsinhalte machen. Und ich bin auch sicher, und ich höre das auch in Brüssel und Diskussionen und so weiter, da ist man schon weiter in den Überlegungen. Die Notwendigkeit ist erkannt. Aber Sie haben jetzt in Deutschland, das wissen Sie selber besser als ich, Kultusministerkonferenz. Meine Güte nochmal, da ist ein Streit zwischen den 16, was da Inhalt ist. In Belgien ist es nicht anders, es ist ein kleineres Land, aber mit einer noch viel komplexeren Struktur. Also, kein leichtes Unterfangen. Da spielen Prestige eine Rolle, da spielen überbrachte Vorstellungen, tradiertes Denken eine Rolle, aber irgendwann setzt sich vielleicht Vernunft auch durch. Könnten Sie vielleicht aus aktuellem Anlass auch noch einige Anmerkungen geben? In dem Entwurf einer großen Koalition ist ja Europa, soweit wir es aus den Nachrichten gehört haben, direkt als Mitglied der SPD habe ich nichts, bin nicht Mitglied, nicht Details bekommen, da soll aber sehr viel Priorität über Europa, die künftige Politik einer eventuellen großen Koalition. Wie sind da Ihre Anmerkungen? Also ich der Autor ist ja nun schon wieder verschwunden in St. Martin. In Köln sind wir hier, die Zintermätes, ja. Nein, also ich hab den Koalitionsvertrag nicht gelesen, ich habe damals das Ergebnis der Sondierung gelesen. Mhm. Und also das erste Mal, was mir aufgefallen ist, ich will das jetzt nicht quantifizieren, aber naja, 50% was von dem, was da drin stand, stand schon im letzten Koalitionsvertrag drin. Und das stand auch schon bei der ersten großen Koalition drin. Das ist nichts Neues, also das ist... alter Wein in neuen Schläuchen, vieles von dem, was überhaupt auch sonst sozialpolitisch darin steht. Aber interessant war, ist eins, dass Europa vorne ist. Genau. Das finde ich alleine, das ist schon ein Signal. Und ich glaube, das ist mit Sicherheit ein Verdienst auch von Martin Schulz. Man kann ja zu ihm stehen, wie man will. Er hätte sicherlich dem Thema Europa und deutsche Europapolitik einen neuen Glanz verliehen. Das sage ich. Ohne mich als großer Anhänger von Martin Schulz zu outen, den ich auch nicht bin. Aber dass wir in Deutschland ein Umdenken in der Europapolitik brauchen, ist unverkennbar. Also eine schäublische Europapolitik, die hat nicht weitergebracht. Wie das glauben Sie, wenn Sie in Frankreich sind oder in Luxemburg oder in Belgien oder in Niederlanden, wenn Sie hören, wenn ein deutscher Fraktionschef im Deutschen Bundestag von der Mehrheitsfraktion der Union erklärt, die Griechenland-Krise hat deutlich gemacht und hat es ermöglicht, dass Europa wieder deutscher wird. Wie würden Sie das glauben, wenn Sie Franzose sind, wie nehmen Sie sowas auf? In Deutschland führt das zu Applaus. In Frankreich nicht. In Spanien auch nicht. Und in Belgien auch nicht. Das erschreckt die Leute. Das erschreckt die Leute. Und es gab einen Klugmann, der gesagt hat, wir wollen kein deutsches Europa, aber ein europäisches Deutschland. Und wir entwickeln uns im Augenblick, glaube ich, in Deutschland ein bisschen davon weg. Das ist ein bisschen zu sehr. Und man glaubt in Deutschland zu sehr, ich mache mir aus meinem Herzen keine Mörderbube. In anderen Kreisen sage ich das ja auch. Also, wissen Sie, Frau Merkel kann nicht Europa, in meinen Augen. Sie kann es nicht. Sie hat es auch nie gelernt. Sie ist da nicht groß geworden. Sie ist mit diesem je nicht behaftet. Ja, Kohl konnte Europa. Schröder konnte es nicht ganz so gut. Aber Schmidt konnte es. Brandt konnte es. Adenauer konnte es. Kiesinger konnte es also. Erhard war so ein bisschen im Betrieb. Aber sie kann es nicht. Sie kennt das Thema Kooperation und so weiter, Misstrauen und so weiter. So funktioniert nicht Politik in Europa. Und deshalb haben wir in den letzten Jahren, hat Deutschland in Europa, ich weiß das aus Diskussionen in Brüssel, die Deutschen sind nicht so beliebt in Brüssel. Nicht? Ja klar, sie sind wirtschaftlich stark, aber lieber Gott, 2004 war Deutschland der arme Mann in Europa.
Und ich will dazu noch etwas sagen. Wir reden immer von Deutschland mit der ich komme jetzt ein bisschen vom Thema, gebe ich zu, aber dann komme ich wieder darauf zurück. Wir reden immer von Deutschland, der Nettozahler in Europa. Wir reden von Deutschland, hat den größten Außenhandelsüberschuss in Europa. Wir reden davon, ein Exportweltmeister. Das ist Quatsch. Wir erklären Phänomene des 21. Jahrhunderts mit Begriffen aus dem 19. Jahrhundert. Wir haben in Europa keinen Export und Import. Ein Binnenmarkt kennt keinen Import und Export. Das Gegenstück von Binnenmarkt heißt Binnenhandel. Das alter Ego ist Binnenhandel und Binnenhandel heißt nicht Import-Export, das ist ein Markt. Ob ich eine Ware von Hamburg nach Bremen schicke, hat die gleichen Effekte in einem Binnenmarkt, als wenn ich sie von Hamburg nach Paris schicke. Das ist das Gleiche. Da spricht keiner, wenn einer von Hamburg nach Bremen was schickt, spricht keiner von Export. Wir tun immer so, als ob das was Fremdes ist, das ist es aber nicht. Und dann kann auch Deutschland nicht Exportweltmeister sein, sondern sie sind die deutschen Unternehmen sind starke Partner in diesem Markt. Wir haben aber keinen deutschen Markt, wir haben keinen französischen Markt, wir haben einen europäischen Markt. Da müssen wir uns mal endlich gewöhnen. Und das Zweite ist, wir haben auch keine Außenhandelsüberschüsse, denn die Außenhandelsüberschüsse sind die Negativbilanzen der anderen Seite. Nein! Bayern hat auch keinen Außenhandelsüberschuss gegenüber Nordrhein-Westfalen. Das ist Quatsch. Das gibt's nicht. Wir haben einen Außenhandelsüberschuss vielleicht gegenüber, irgendeinem Drittstaat, gegen Russland oder, aber nicht innerhalb der Europäischen Union. Und wenn wir uns das mal angewöhnen, dann würden wir plötzlich Europa anders sehen. Dann sehen wir nämlich plötzlich mal den Begriff Solidarität und Gemeinschaft. So, dann hat das was anderes. Und das, was jetzt jetzt bin ich wieder bei dem Sondierungspapier. Da sind einige Punkte drin, die mir gefallen haben, weil sie plötzlich diese Nettozahlthematik mal wieder in ein anderes Licht gestellt hat. Dass man wieder gesagt hat, nein, wir müssen uns da stärken im Rahmen der Solidarität. Der Kohäsionsfonds, wichtiges Thema. Momentan versuchen sie alle, die Kohäsionsfonds zu beschneiden. Furchtbar. Was wollen sie denn schaffen, wenn sie Freiheit, Gleichheit ist ja schön, aber wenn das nicht mit ein bisschen Wohlstand verbunden ist, dann schaffen sie keinen Frieden in diesem Europa. Europa ist friedlich geworden nach dem Zweiten Weltkrieg, das hat man erkannt, durch den Sozialstaat. Das war die letzte große kulturelle Errungenschaft der Europäer, hat Helmut Schmidt gesagt, der in dieser Region durchaus bekannt ist und berühmt ist. Und er hatte recht. Denn das, was man nach dem Zweiten Weltkrieg erkannt hatte, war, wenn wir die Demokratie in Europa stärken wollen, wenn wir inneren Frieden, sozialen Frieden brauchen, dann brauchen wir ein neues staatliches Denken, dann brauchen wir einen Wohlfahrts- und Sozialstaat. Wir brauchen nicht den Laissez-faire-Kapitalismus der 20er Jahre, denn die hat uns ins Unglück geführt. Und heute machen wir mit dem neoliberalen Geist wieder genau da, wo wir in den 20er Jahren aufgehört haben. Und das heißt, wir entwickeln uns in eine völlig falsche Richtung. Selbst amerikanische Philosophen sagen, die Europäer haben einen moralischen Vorteil durch ihren Sozialstaatmodell, durch ihre Solidarität. Wir geben das auf. Und dann entwickeln wir, und das war etwas, das ist ja auch thematisch, so habe ich es aus dem Sondierungspapier entnommen, wieder thematisiert worden. Und das finde ich richtig. Zumindest in der Diskussion. Und ob das jetzt in der Regierungspolitik umgesetzt wird, gut. Am Montag wissen wir erstmal, wie das ausgegangen ist, und dann gucken wir mal weiter. Also ich glaube, wir brauchen in Deutschland eine neue Idee von Europa. Ein neues Verständnis. Im Vertrag ist ja auch, also in der Koalitionsvereinbarung ist ja auch vorgesehen, die Schaffung eines Sozialpaktes und dann die Schaffung eines Rahmens für einen europäischen Mindestlohn. Ja, und das ist ja aber keine neue Idee. Ne? Das ist auch ein neuer Wein in alten, oder neue, alter Wein in neuen Schläuchen. Die Deutschen sind die Letzten gewesen, die den Mindestlohn eingeführt haben. Nach Malta. Ja, das sind die Letzten. Alle anderen hatten das schon. Ein Land wie Deutschland, das sich so reichen, kann sich doch nicht mal auf einen Mindestlohn verständigen. Gut, jetzt müssen wir langsam zum Schluss kommen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Ente, dass Sie bei uns waren und so ausführlich berichtet haben über die Inhalte Ihres Buches. Das Buch kann ich wirklich super empfehlen, das liest sich total spannend. Und wir haben ein kleines Geschenk für Sie auch vorbereitet. Vielen Dank. Danke. Und zwar handelt es um Hamburger Kieselsteine und außerdem um die Würste, denn das sind ja Zutaten, die man auch bei dem Bau des Hauses Europas benötigt. Vielen Dank. Die zweite Veranstaltung in dieser Reihe findet am 5. April statt. Und da wird es um ein Buch gehen von Katharina Strobel, die heißt Familie auf Europäisch. Es geht ja um binationale Familien. Also ich würde mich freuen, wenn Sie dann wiederkommen würden und wünsche Ihnen allen einen guten Heimweg. Bis zum nächsten Mal. Ciao.